Der Faulgott ist schon da, hallo. Wah, 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 wah. Komm, zwei? Zwei habe ich noch nie gehabt. Was? Ich hatte noch nie zwei gleichzeitig. Das geht? Ich weiß gar nicht, dass es geht. Faulgott, hallo. Ich hoffe, es geht dir gut an diesem Abend. Warum hat eigentlich Giratina keinen Sound? Hallo, Henpro. So, spielt noch ein Stream? Ja, warum denn nicht? Hallo, JJ. Hallo, Henriette. Ich will später auch noch Majora's Mask spielen. Aber dann seid ihr bestimmt schon alle am Schlafen. Er hat das Weilord, ist um eins hochgegangen, ja, okay. Hallo Mila, cool, dass du um die Zeit noch streamst. Hallo Olopoto, hallo J-Gamer. Du bist bei Prani zu Besuch. Eine Kollaboration. Heute Late-Night-Stream. Ich meine, ich wollte schon viel früher, aber das Kochen hat so lange gedauert, weil unser Gasherd, Rosa hatte noch nie in ihrem Leben einen Gasherd. Und das, die eine Flamme in der Mitte war so schwach und das Essen und das Wasser wollte und wollte nicht kochen. Irgendwas ist, an jedem Gerät in unserer Wohnung ist irgendwas kaputt. Es ist sehr seltsam. Hallo Ceratronix, Late Night Stream heute? Yes. Ja, später. Ich mach mit durch heute Abend. Wir machen den Abend durch, knallhart. Das wäre für mich das Zeichen, Essen zu bestellen, wenn das Feuer nicht heiß genug ist. Nee, und dann sind wir oft, dann hat sie bemerkt, dass die anderen Gasstellen viel krassere Flammen machen. Dann haben wir es da gemacht. Aber die größte in der Mitte macht am wenigsten Feuer. Ist jetzt nicht so schlimm. Hallo Marco. Schon gepackt? So hat die Wohnung Charme. Ich bin auch in Schwert und Schild. Was machst du in Schwert und Schild? Guten Abend, sehe ich richtig. Hallo Snox. Warte, ich weiß, ihr habt Zettelchen hier. Ihr habt Zettel. Wir haben J-Gamer mit einem Folicon. Und wir haben Olopoto mit einem Shiny Mastiffioso. Castador Runaway und Cusilla Breeden. Auch eine Doppelhand, also. Hallo Chevy. Ich will nicht immer negativ über diese Wohnung sein. Diese Wohnung ist wunderschön, aber es ist langweilig, darüber immer wieder zu erzählen, wie wunderschön diese Wohnung hier ist, wo wir jetzt eingezogen sind. Wie zum Beispiel heute waren zwei Freunde, Arbeitskollegen von der Rosa zu Besuch. Mit denen sind wir dann in die Stadt am Strand entlang gegangen. Weil wenn Ebbe ist, können wir von unserer Wohnung auf den Strand und dann Luftlinie zur Stadt gehen. Wenn Flut ist, dann nicht. Verdammt. Dumme Flut, dumme Mond und Sonne und Erde. Bibbidi babbidi boo. Hallo Prani. Kümmere dich um deinen Gast, Prani. Wo sind die Hors d'oeuvre? Ich glaube, ich muss mal wieder ein 3D-Rando spielen. Du musst nie in deinem Leben ein 3D spielen. Hol dir einfach den PC-Port von und da sind alle Rando. Ich weiß nicht, ob Rando schon drin ist im PC-Port. Vielleicht nicht. Aber kommt auf jeden Fall irgendwann.
Und du musst nie wieder das Wort 3D in den Mund nehmen. Mein Gast wünscht sich deinen Stream und dich bitte muss ich doch nach und der Bitte muss ich doch nachkommen. Na gut. Habt ihr wenigstens ein Glas Wein in der Hand? Denn Leos Mindstreams genießen geht nur mit einem Glas Wein. Anscheinend. Auf jeden Fall, immer wenn ich negativ über diese neue Wohnung hier rede, bitte vergesst nicht, dass es zu 80% positiv ist. Majora's Mask. Aber gestern Abend war ich an meiner absoluten Frustgrenze angekommen. Und zwar, als ich den Stream beendet war, hatte, Deutsch, nach dem Stream, wo ich sowieso schon gefrustet war ohne Ende, weil dieses Zimmer ich mich noch nicht wohlfühle. Immer noch nicht. Habe ich den Stream beendet und Rosa hat erzählt, wir hatten vor dem Stream in der Früh um 10 hatte ich eine Waschmaschine gemacht. Ups. Und ich hatte die total vergessen. Und danach im Stream sagt Rosa, dass die Waschmaschine einen Errorcode hat. Errorcode 3. E03 hat die Maschine angezeigt. Was anscheinend heißt, dass das Wasser nicht abgesaugt werden kann, weil die verstopft ist. Ich so, okay, nice. Verbringe ich mal meinen Abend, eine Waschmaschine aufzumachen und zu säubern, nachdem ich frisch in eine Wohnung eingezogen bin, wo im Vertrag steht, dass die Wohnung komplett grundgereinigt übergeben wird. Diese Wohnung wurde so null grundgereinigt übergeben. Was wir geputzt haben hier, es ist unverschämt, wie widerlich manche Sachen hier waren. Aber auf jeden Fall, ich knie vor dieser Waschmaschine. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Filter von der Waschmaschine rausgeholt habt und gereinigt habt. Hoffentlich. Vor allem, wenn ihr diese Waschmaschine schon länger habt. Majora's Mask auf dem PC. Ja, du kannst Majora's Mask und Ocarina of Time auf dem PC spielen. Es wurde Moment, das war falsch. Ich muss die wechseln, weil 3DS ist links. Es gibt inzwischen eine Software-Methode, mit der jeder ein N64-Spiel auf dem PC porten kann, sodass das Spiel tatsächlich auf dem PC läuft und nicht in einem Emulator, sondern tatsächlich ein PC-Port. Und mit dieser Technik haben die Leute es jetzt geschafft, auch Majora's Mask auf dem PC zu bringen. Und es sieht wundervoll aus. Ich selber habe mir das noch nicht geholt, weil ich das ja immer mit Achievements mache und da geht es nicht. Deswegen bringt es mir gar nichts, aber wenn man einfach so Majora's Mask leger spielen möchte, dann ist die beste Methode inzwischen der PC-Port. Aber wenn man da sich ein YouTube-Tutorial anschaut, dann findet man da schnell den Weg, wie man das sich installiert. Ist halt so viele Frames, wie du willst, hochskaliert, so viel du willst, Plugins, so viel du willst, es ist die beste Art zu spielen. Was Vermieter dir versprechen und was Realität ist, sind zwei verschiedene Dinge, ja. Auf jeden Fall sitze ich vor dieser Waschmaschine. Und das habe ich auch schon immer nie in meinem Leben verstanden, wie man diesen Filter rausmacht, ohne 3 Liter Wasser auf den Boden zu kriegen. Weil diese Ausgüsse, diese Ventile sind 1 Zentimeter über dem Boden. Und jetzt gebt mir mal eine Form, ein Behältnis, das 1 Zentimeter hoch ist. Und selbst dann kriege ich das ja nicht anders unter das Loch, weil das Wasser fließt ja einfach die Waschmaschine runter. Selbst dann. Ohne Wasserauslauf geht nicht. Eben. Wo tust du das Wasser hin? Und das Einzige ist, du nimmst alle Handtücher, die du hast, und steckst sie so dagegen. Deswegen muss man was drunter stellen. Du kannst nichts drunter stellen unter etwas, das... Das ist wie wenn du sagst, da ist ein Wasserfall... Oder ein Wassergerinnsel an einer Wand entlang und ich gebe dir ein Blech, genau. Aber selbst mit einem Blech, es macht ja nicht eine Fontäne raus, sondern, also, vielleicht macht es auch eine Fontäne raus, aber es läuft ja auch Wasser einfach die Waschmaschine runter.
Es ist so dumm gemacht, Waschmaschinen in dem Sinne. Aber okay, das kannte ich schon. Ich Handtücher bereit, was nicht alles bereit, Blech bereit, die tiefsten Teller bereit, die das irgendwie auffangen können. Ich mache das auf, Wasser schießt natürlich raus ohne Ende. Die Wäsche ist immer noch drin. Das Ding geht nicht auf, weil es sagt Error 3, verstopft. Wir können das Wasser nicht absaugen. Denke ich mir, cool, du kannst das Wasser nicht absaugen, das heißt, es kommt mir jetzt alles entgegen. Dankeschön, Zebra Flo, für dein Prime. Und Montaigne, dankeschön für 57 Monate. Dankeschön. Weißt du, wie man das Follow-Alert im Chat ausblenden kann? Hat im Internet nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich kenne das nicht, was du sagst. So, ich komme zu der Geschichte. War das nicht eure eigene Waschmaschine? Nee. Hier, wenn du hier mietest, ist alles drin. Ich wünschte, hier wäre nicht alles drin, aber hier ist alles drin. Es ist nicht unsere Waschmaschine. Die ist gestellt von der Wohnung. Und wurde definitiv schon sehr viel benutzt, denn ich habe das nur aufgekriegt, sodass literweise Wasser rauskam. Aber ich habe es nicht weit genug aufgekriegt, um zu sehen, ob es verstopft ist. Und ich habe es nicht aufgekriegt. Und dann war ich mir gar nicht sicher, geht es überhaupt auf? Aber es ist ein Filter. Dann habe ich gegoogelt, YouTube-Videos angeschaut, so, ja, das Ding geht raus. Ich nehme die fetteste Zange und ziehe mit purer Gewalt an diesem Ding, bis ich das förmlich rausbreche aus der Waschmaschine. Ich habe es nicht rausgebrochen, es muss wirklich rausgehen können. Es war nur so verstopft da drin, dass du diesen Filter nicht rausziehen konntest. Und dann kommt die braune, graue Suppe mir nur so entgegen auf unsere schönen Handtücher, die ich da drunter gelegt habe, weil das Wasser alle unsere Zevas inzwischen aufgebraucht hat. Und was ich alles da drin finde, wenn ich mit meinen Fingern dann da reingreife, 2 Euro. 2-Euro-Münzstück. Noch ein 2-Euro-Münzstück. Noch ein 2-Euro-Münzstück. Noch ein 2-Euro-Münzstück. Hat sich schon mal gelohnt. 10 Euro Stundenlohn. Eine Stunde hat es gedauert. 10 Euro habe ich gekriegt dafür. dann so komische Metallplättchen. So dünne, lange Metallplättchen mit einer Marke drauf. Heißt quasi, kennt ihr das vielleicht, so Herrenhemden oder was auch immer für Hemden. Halt so krass teure Hemden. Die Marke so als Metallplättchen irgendwo hier drauf haben oder hinten so drauf haben. Das heißt, hat jemand einfach seine teuren Hemden gewaschen. Aber diese Metallplättchen lösen sich natürlich beim Waschen, weil es einfach nur kleine Fäden sind, die das halten. So viele, also so lange Metallfäden, Metallplättchen drin und so ungefähr 15 Stück oder sowas. Und Sand. So viel Sand. Und zwar jetzt nicht der feine Sand. Der feine Sand ist natürlich durchgegangen, sondern der grobe Sand. Also es kam einfach wirklich so eine Handvoll Kiesel kam raus aus der Waschmaschine da unten. Ich kann mir das nur vorstellen, dass einfach, keine Ahnung, Kinder, dass die wahrscheinlich Kinder hatten, die vor uns das gemietet haben. Und die Kinder halt immer die ganze Zeit draußen am Strand waren. Und dann haben sie einfach ihre Badehosen, die Eltern haben die Badehosen einfach so in die Waschmaschine reingesteckt und all der Sand, der halt in der Hose war, in den Taschen war, ist einfach in die Waschmaschine rein und im Filter hängen geblieben. Und der Mann des Haushalts hat seine Hemden rein und die Jeans nie ausgeleert nach dem ganzen Kleingeld und das ganze Kleingeld ist auch noch mit rein. Es war alles halt voller brauner Soße und so widerlich. Und ich saß da wirklich um 21 Uhr und denke mir so, ich will nicht mehr. Und es war wirklich so ein, was haben wir für eine scheiß Wohnung gemietet? So ein kurzer Moment, so, was ist der Kack? So, Heizungen gehen nicht gescheit, die eine Dusche geht nicht. Und jetzt will die Waschmaschine auch noch, das Eisfach ist kaputt, dies und das. So dauernd kleine Sachen. Das sind aber wirklich nur kleine Sachen, aber wenn das alles halt in einer Woche hintereinander passiert, was logisch ist, weil man halt die Wohnung das erste Mal betritt und wirklich alles einmal halt benutzt. Und wir werden bestimmt noch mehr Sachen finden, die wir das erste Mal benutzen, wo wir uns denken, warum ist es so widerlich? Aber das war echt. Aber das hat es natürlich geregelt. Der Mann in mir war wieder geil gerichtet. Ich habe es gerichtet und die Waschmaschine funktioniert perfekt. Wir haben die ganzen Sachen, wir haben heute schon 3 Waschmaschinen gemacht. Wir haben jetzt sogar einen Trockner in der Waschmaschine. Ich benutze nicht gerne Trockner, weil die Wäsche wirklich kaputt geht dadurch.
Aber manchmal, wenn es irgendwie schnell gehen muss, ist das schon echt geil, so ein Trockner. Da war echt der halbe Strand drin. Das war so... Ah. Würde das Geld nicht beim Waschen an der Waschmaschinentür liegen? Schon, oder? Also die Waschmaschine, also die Waschmaschine sieht... Hoover ist die Marke. Ich glaube, das ist eine englische, sehr gute Marke. H-O-V-V-E-R. Warum habe ich das Spiel resettet? Fuck. Aber ja, anscheinend schafft es Geld, da irgendwie durchzukommen und im Filter hängen zu bleiben. Ich kenne Hoover nur bei Staubsaugern. So heißt es, heißt halt Staubsauger, ne? Aber es gibt Waschmaschinen, die Staubsauger heißen. Wurde die denn nie mal anständig geputzt? So sah es aus, ja, dass da irgendwie 4 Jahre lang jemand gewohnt hat und kein einziges Mal die Waschmaschine. Ich habe auch, ne, ihr kennt es, wenn man die Waschmaschinentür aufmacht und dann diese Lippe da außen rum. Boah, ich bin da gestern mit dem Zewa-Eimer rumgegangen. Boah, ihr glaubt nicht, was. Ich mache das relativ regelmäßig, sagen wir, was heißt nicht oft, aber einmal im Quartal gehe ich sicher einmal zur leeren Waschmaschine und mache da mit dem nassen Zewa oder irgendwas, wische ich da einmal um diese Lippe drumrum und das ist schon eigentlich eklig. Aber die haben sicher das kein einziges Mal gemacht. Das war einfach braune Fetz. Es war... Naja, aber alles gut. Sie geht jetzt. Und, oh mein Gott, ich habe ein Update zum Fenster. Regelmäßig komplett volle Temperaturen leerlaufen, ja. Genau wie die Spülmaschine auch. Einfach schön alles 90 Grad vernichten. Hallo, Kekt Thomas. Konntest du meine Nachricht lesen? Wenn man folgt, steht da danke für den Follow. Wenn du mir folgst, steht da danke für den Follow. Das kann man nicht ausmachen, weil danke für den Follow. Ich weiß immer noch nicht, was du meinst, weil redest du davon, wenn du selber streamst, folgt dir jemand und dann steht in deinem Stream danke für den Follow. Folgst du jemandem auf Twitch oder steht danke für den Follow in dem Stream, im Chat, wo steht es? Ich habe keine Ahnung, du musst mir mehr erzählen. Aber es klingt nach einem nicht sehr großen Problem. Was, ja, im Chat? Warum stört dich das, dass da steht danke für den Follow? Das siehst nur du, gell? Das weißt du. Das siehst nur du. Folg halt nicht so vielen Kanälen auf Twitch. Muss er immer wieder den ganzen Weg fahren für das Wylord? Ja, weil Wylord spawnt, sobald du die Rüstungsinsel betrittst. Ich habe wieder vergessen, wie lange der Reset geht. Wir haben letztes Mal gecheckt. Ayo Pikachu, hallo. Dank dir will ich nun auch den Origin Dex haben. Hatte vorher nur einen normalen Living Dex. Do it. Es macht sehr viel Spaß. Und danach hast du wirklich das Gefühl, du hast alles getan, um den perfekten Pokédex zu haben. Hallo Azrael. Hast du schon Shiny Gearspenst? Ich habe mir damals schon 2 Shiny Gearspenst geholt. Vor einem Jahr, als das war. Ich wäre rausgerastet und hätte den Vermieter herzitiert. Geht gar nicht. Ja, wie gesagt, ne... Erstmal um 21 Uhr kann ich keinen Vermieter herzitieren. Und wir müssen waschen, weil wir morgen oder halt am Montag um 7 Uhr in der Früh wegfliegen. Und unsere Wäsche soll bis dahin fertig sein. Deswegen kann ich nicht warten darauf, dass irgendein Landlord vorbeikommt am Montag oder so. Und wir haben es ja gerichtet. Und ich richte lieber selber was, als dass ich jemanden... Das ist mehr Stress, den Landlord zu fragen. Aber ja, du weißt ja, dass die ersten sechs Monate Landlord das Recht, uns grundlos rauszuschmeißen. Deswegen will ich die ersten 6 Monate erst recht keinen Stunk machen. Aber natürlich wäre ich vollkommen recht zu sagen, und wir werden das vielleicht auch in der E-Mail anmerken, wenn wir bald mal eine schreiben.
Sind denn die in Irland so anders mit Wohnungsübergabe? Wenn ich hier nicht alles pickfein abgebe, muss ich zahlen? Ja, aber der Landlord hat sie uns hier abgegeben. Wie gesagt, natürlich, ich habe das Recht, mich zu beschweren. Aber der hat leider das Recht, uns grundlos die Wohnung wegzunehmen. Und wenn Landlords so viel Recht haben, dann fühlst du dich leider sehr ängstlich, dich zu beschweren. Die Wohnung stand leer, also diese Vormieter, der Landlord hat wahrscheinlich noch nie die Waschmaschine benutzt. Ne? Der hat einfach die Wohnung gekauft so und so stand die jetzt ein paar Monate leer, gekauft und jetzt haben wir sie halt gemietet. Und nachdem die letzten Mieter ausgezogen sind und die Wohnung verkauft wurde wahrscheinlich, seitdem wurde diese Wohnung nie wieder geputzt, weil sie halt von denen geputzt wurde zur Übergabe. Und wenn ich eine Wohnung übergebe, würde ich vielleicht auch die Waschmaschine jetzt nicht grundreinigen. Aber so wie die war, war es natürlich unverschämt. Also ich glaube nicht, dass ein Makler jetzt durch die Waschmaschine so durchgeht. Hm, okay, haben sie gewaschen. Aber egal. Was ist ein Landlord? Ein Landlord. Wie übersetzt man Landlord? Ein Vermieter. Ein Landherr. Landherr würde gehen, oder? Ein Landherr. Hier bin ich auch einiges gewohnt, was man an Wohnungen angeboten bekommt. Schlimmes gewohnt. Auf jeden Fall die Tür. Den Besuch, den wir heute hatten, die sind dann noch, nachdem wir am Strand waren und essen waren, sind noch hier vorbeigekommen, haben sich die Wohnung angeschaut, haben natürlich kurz erwähnt, so wow, ihr habt es geschafft, so nach einer Woche so alles eingerichtet zu haben. Und dann, ich meine, dafür habe ich auch 3 Wochen buchstäblich nicht gearbeitet, aber deswegen ist diese Wohnung eingerichtet, aber dankeschön. Und dann haben wir von der berühmten Tür erzählt, die wir nicht aufkriegen. Von der ich jetzt auch schon öfter erzählt habe. Wir haben im Schlafzimmer, wir haben 3 Balkone. Das Schlafzimmer hat einen Balkon. Und das Schlafzimmer hat eine riesige Glastür, die nur quasi so ein bisschen aufgeht, um Luft reinkommen zu lassen. Aber dahinter ist ein Balkon. Und wir haben uns halt immer gewundert, warum wir diese Tür nicht aufkriegen, weil dahinter ist ein Balkon, also sollten wir da hinkommen können. Aber wir haben hier schon so viele unlogische Sachen erlebt, dass es wiederum uns auch nicht wundern würde, wenn einfach diese Tür nicht nur kippbar ist und aus irgendwelchen Sicherheitsgründen, Feuerschutz oder was auch immer, kannst du nicht auf diesen Balkon. Und wir wollten es halt irgendwann nach unserem Urlaub dem Landlord schreiben, so von wegen, das ist komisch, verstehen wir irgendwas nicht. Und dann erzählen wir das heute unserem Besuch und die so, zeig mal die Tür. Und es ist wirklich, das ist erstens eine, die ist, weiß ich, 5 Monate schwanger, sehr klein. Die stellt sich an die Tür und wir sagen so, guck, die geht nicht weiter auf. Und ich habe schon echt mit Gewalt probiert, diese Tür aufzumachen. So, dass ich Angst hatte, irgendwelche Scharniere zu verbiegen oder sowas. Und die stellt sich hin und sagt nur so, hey, die muss doch weiter aufgehen. Du musst doch einfach, die ist wahrscheinlich zum Schieben. Und ich so, ja, klar. Ich glaube auch, dass die zum Schieben hätte sein sollen, aber es geht nicht. Ich habe schon meine ganze Kraft aufgewendet, bevor ich die Tür kaputt mache. Und sie, wumm, offen. Und ich werde mir das mein Leben lang von ihr anhören müssen, dass ich, der starke Mann, der die ganze Wohnung herrichtet, es nicht geschafft hat. Der hier irgendwelche Elektrosachen richtet und Waschmaschinen richtet und was nicht alles richtet. Und ich krieg nicht mal eine Tür auf. Naja. Diese Tür war genauso, wie ich es mir gedacht habe. Du schiebst sie raus und dann schiebst du sie zur Seite. Das dachte ich mir auch die ganze Zeit, weil das wäre das Logischste. Aber ich stand da wie ein Trottel mit voller Gewalt,
habe ich diese Tür versucht zur Seite zu schieben, rauszudrücken und ich war immer so, oh mein Gott, gleich hebe ich die Tür aus, gleich verbiege ich die Scharniere, ich kann nicht weiter drücken. Das kann nicht sein, dass eine Tür so schwer aufgeht, das ist falsch. Und sie stellt sich hier und macht einmal offen. Naja, das war peinlich. Du hast Henriette PLA ausgeliehen. Sehr gut. Henriette, bitte spiel PLA. Es ist das beste Pokémon-Spiel ever. Es gibt leider keinen Sandan. Achso, warte, unterscheidet man Landlord und Vermieter? Also hier nicht. Hier ist Landlord der Vermieter. Was wäre denn Vermieter auf Englisch? Das Landlord ist der Begriff für Vermieter. Landlord ist doch eher der Eigentümer, dass Vermieter ja auch eine Verwaltung im Namen des Eigentümers sein kann, oder? Ja, aber es gibt eigentlich keinen weiteren Begriff. Was gibt's denn Tolles in PLA? 240 tolle Pokémon aus Gen 4 und ein paar aus anderen Gens. Und das Tollste ist, wie du Pokémon fängst und wie du dich bewegst im Spiel. Es ist großartig. Ich weiß nicht, was du noch außer Sandan magst. Ich habe hier noch drei Zettel vor mir liegen, die ich natürlich nicht angeschaut habe. Ich, böser, böser Mensch. Wir haben Zebraflow mit einem Myriadon. Myriadon. Wir haben Dave mit einem Sviel, aka Seemops. Und wir haben Danu mit einem Trump. Mangunior. Nee. Wie heißt Manguspector? Magnuspector? Manguspector, glaube ich. Delprani. Ich bin noch verwirrt, weil das hier gespiegelt ist. Ich bin dauernd so hot. Prani mit einem Gelatwino. Nee, Gelatropo. Ist das Troppo? Ja, das ist Troppo. Nee, Gelatwino. 2. Marco mit einem Rabautz. Und Evoli Angel mit einem Shiny Electek. Ich hatte gerade das Innere von Violet gesehen und dachte mir, es ist lila, shiny. Aber es war bloß der Mund. Gen 4 kenne ich gar nicht, ich schaue es mir an und sage dann Bescheid. Du musst es mögen. Manguspector, genau. Noah the Checker, hallo. Wir haben letztens auch eine Wohnung angeschaut, die auf den Bildern so gut aussah und die haben es geschafft, jeden einzelnen Schimmel wegzukaschieren. Dafür reist man gerne 2,5 Stunden an. Das sollte illegal sein, das ist sogar bestimmt illegal. Wenn ihr richtig Bock habt, könntet ihr die Wohnung vielleicht bei der Mietbehörde, wie heißt das? Mietrechtbehörde? Anzeigen oder sowas. Das darfst du nicht. Das ist 100 pro darfst du nicht Bilder verfälschen von der Wohnung. Ich meine, Bilder verfälschen die Wohnung von Haus aus, wegen Perspektive und man kann natürlich Sachen anwenden, wie bestimmte Sachen einfach nicht fotografieren. Das hatten ja wir bei der einen Wohnung, die wir angeschaut haben, da haben sie einfach nicht die Räume fotografiert mit dem Schimmel. Als wir dann da waren, sind wir in Bad und Küche rein und alles war voller Schimmel. Aber zumindest gab es keine Bilder, die das Gegenteil gesagt haben. Und Räume sehen auf dem Bild immer kleiner aus, als sie sind. Größer aus, als sie sind. Bilder machen Räume immer größer. Natürlich kannst du noch Linsen benutzen, um es noch krasser aussehen zu lassen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es illegal ist, mit Photoshop Schimmel wegzumachen. Weiß ich nicht. Aber sollte. Hallo Maurediven, hallo Robbensohn. Nach 30 Minuten heute erst der Push. Megumina, was ist da los? Discord. Discord ist der Push instant da. Aber Twitch macht es ein bisschen random Zeit. Das ist von denen Absicht. Aber 30 Minuten finde ich auch zu viel. Du hattest auch Giratina. Viel Erfolg, Gira, viel Erfolg. Giratvolk. Auch da, wo ich bin. Oder woanders.
Manche nutzen keine aktuellen Bilder. Ja, einfach von 10 Jahren. Hallo Terminator. Hat sich gleich weggehauen. Ich habe mir mal eine Wohnung angeschaut, wo im Bad ein Riesenschimmelfleck war. Die Wohnung hat mich dann nie wieder gesehen. Wo wir, als wir diese eine Wohnung hier angeschaut haben, war die komplette Badewanne war außenrum schwarz. Also das Fugmaterial, das ist es, war nicht mehr weiß, sondern schwarz. Und Decke auch obenrum und alles. Aber ein dicker Fleck ist natürlich auch widerlich. Da muss ich mir Discord echt mal entbannen aus den Benachrichtigungen. Du, also bei mir auf dem Kanal gibt es nur einen Sound, also ein Ping, wenn ich live gehe und wenn ein neues YouTube-Video erscheint. Sonst verzichte ich immer auf Pings, weil ich selber das sehr nervig finde. Ich habe auch, jeder Discord ist bei mir stumm geschalten, deswegen ich verstehe das. Aber wenn es dich wirklich stört, dass Twitch dir zu spät Bescheid sagt, dann gibt es leider nur diese Möglichkeit. Ich könnte noch einen WhatsApp-Newsletter machen. Ich kannte mal einen Streamer, der hat wirklich eine WhatsApp-Gruppe quasi gehabt, die automatisch reingeschrieben wurde, wenn er live gegangen ist. Und Leute sind diesem WhatsApp beigetreten, um quasi Bescheid zu kriegen. Aber ich weiß nicht. Es wirkt sehr viel. Sehr intrusiv, intrusive. Kurze Frage, als Noob Shiny Hunter, kann man Shiny Giratina auch in den neuen Perl-Diamant-Teilen fangen? Ja, nur an einer anderen Stelle, wo ich bin hier. Weil in den Remakes steht Giratina. Also ich glaube, die Schwingenform, also die Giratina-Form, die ich hier dauernd anspreche, die gibt es im BDSP, glaube ich, nicht zu fangen. Also du kannst es zu dieser Form machen, aber im Kampf wirst du immer nur das mit den 6 Beinen sehen. Giratina ist im Hamanasu-Park? Nö. Giratina kannst du fangen als ganz normales Gen 4 Pokémon in so einem Tempel. Wie heißt der Tempel nochmal? Also ich glaube nicht, dass es dann zusätzlich auch noch im Hamanasu-Park ist. Höhle der Umkehr heißt sie, genau. In der Höhle der Umkehr musst du ein kleines Rätsel machen, ist aber nicht schwer, du musst einfach nur die ganze Zeit geradeaus gehen. Und dann stehst du irgendwann vor Giratina und das kannst du dann mit 1 zu 4000 Shiny hunten. Wird sich dein Hintergrund noch ändern? Ja. Aber ganz ehrlich, ist der Hintergrund so wichtig? Ich mache so gut wie kein Just Chatting, beziehungsweise wir machen Just Chatting, aber halt in dieser Szene hier und dann sieht man den Hintergrund sowieso nicht. Die hätten das wir hier machen können, ja, aber sie haben ja nicht Platin geremaked, sondern Rubin und Saphir, Diamant und Perle. Und in den normalen Spielen war Giratina ja nicht in der Zerrwelt, weil es da keine Zerrwelt gibt. Also konnten sie ja nicht in dem Remake die Zerrwelt einfach einführen. Das wäre ja viel zu nett gewesen. So dumm. Gute Nacht, Danu. Nö, Cam könnte auch aus sein. Aber Leo, du bist bekannt für krassen Vibe. Ist denn der Vibe so scheiße? Nur weil... Schau mal, ich habe auch, es ist eigentlich exakt das Gleiche, nur ich weiß doch auch nicht, mir gefällt es auch noch nicht, es ist so schwer. Im Endeffekt, ihr wollt doch bloß, dass, es ist so schwer. Aber ich kann es genauso wie früher machen, dass ich einfach ich habe schon ein fettes RGB-Licht, was blau auf mich runterscheint, das hier, damit man den Kranz am Kopf hat. Aber ja, ich habe nicht mehr den... war das spiegelverkehrt. Ich habe nicht mehr den fetten Hintergrund hier, sondern an der Seite, weil da ein Fenster ist. Aber ich mag mein Setup halt so. Aber ich weiß nicht,
Ich könnte probieren, irgendwann ein fettes Poster hier an die Wand hinzumachen und hoffen, dass dieses Poster sich aufrollt und nicht dabei kaputt geht. Und da will ich das hier hinhängen. Das ist schon vorbereitet, habe ich schon hinten gedingst. Brauche nur jemanden, der sagt, wo die Mitte ist. Und ich meine, im Endeffekt wird es genau wie vorher aussehen, wenn ich einfach diese beiden Lichter blau mache. Wow. Welch blaues Licht, welches blau leuchtet? Was macht es? Es leuchtet blau. Stand die Pflanze letztes Mal auch da? Für deine Pflanze so mega? Nee, die Pflanze, also seit... Also gestern stand sie da. Aber wo du warst, stand sie noch nicht da, ne? Dieser Leo-Flair fehlt einfach. Aber was ist der Leo-Flair? Was, blau? Willst du, dass alles blau leuchtet? Ich wollte eigentlich weg von diesem RGB. Ich finde so Zimmer viel stimmiger, die einfach... Keine Ahnung, in dem Zimmer, das ihr mich immer, wo ihr mich immer gesehen habt, da lebt ja keiner. Das sah ja eindeutig aus wie ein... Das sah ja eindeutig aus wie gestaged, halt wie ein Fake-Zimmer extra dafür, was es auch war. Ich finde es viel cooler, wenn man das Gefühl hat, da sitzt jemand in seiner tatsächlichen Wohnung. Und keiner sitzt in seiner Wohnung mit 10 RGB-Leuchten. Aber es ist so viel schwerer, etwas gut aussehen zu lassen, ohne RGB-Overkill. Ich glaube, so warme Farben, ein bisschen Pflanze bestimmt auch stimmig. Ja, habe ich ja, aber anscheinend ist es nicht weibig genug. Leo Flair ist dunkel, blau und lila. Ja, das ist tatsächlich, das ist, war der Leo Flair, da hast du vollkommen recht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so darauf bestehst, dass es immer noch so aussieht. Einfach das Two-and-a-Half-Man-Wohnzimmer 1:1 nachbauen. Warum genau das? Ich finde, dein Bild sieht viel mehr cozy aus, lädt viel mehr ein. Ich meine, mich stört schon auch, es ist noch so ein bisschen bland. So, es ist einfach alles braun. Es ist alles beige. Ich bin für das Majora's Mask-Bild hinter dir. Ich weiß noch nicht einfach, wie ich das anbringen soll. Weil ich glaube, wenn ich das da anbringe und es jeden Tag, ich will halt schon Licht haben. Wenn ich das dann jeden Tag da hochrolle, das Ding fällt doch jeden dritten Tag wieder ab. Ich bräuchte so einen riesigen Aufsteller einfach. So eine riesige Staffette. Die ich einfach dann da ins Fenster hinstellen kann und dann ein Bild draufstellen kann. Und das Bild kann ich dann jeden Tag auch ändern. Ich bräuchte so eine riesige Staffette einfach. Patafix. Ja, aber eben, aber ich mache das Ding ja hoch. Das ist ja so ein Rollo. Es hält niemals. Ich kann es probieren. Gorilla-Tape, Panzer-Tape. Ja, aber das... Glaubst du, das funktioniert, wenn ich ein Poster an ein Rollo anbringe, das sich aufrollt? Dass das Poster dabei nicht kaputt geht und nicht abgeht, wenn ich jeden Tag mehrmals dieses Rollo aufrolle mit Poster innen drin? Das Poster ist sowieso schon zerknittert. Das ist das Nächste. Eigentlich muss ich das ja in einen Bilderrahmen packen und richtig platt drücken. Ich glaube, das geht nicht, weil du spannst dann das Bild und dann rollt es sich auf. Durch das Aufrollen hat es ja eine andere Spannung dann wiederum. Das heißt, alles, was du hinklebst, also richtig fix hinklebst, wird dann zusammengedrückt und löst sich der Kleber automatisch, glaube ich. Ich werde es ausprobieren, bei mir gefällt es ja auch nicht, dass es da hinten so ein graues Viereck ist. Wie sieht es aus, wenn ich... Ich meine, es ist noch hell draußen, glaube ich. Wie würde es jetzt aussehen, wenn ich jetzt das Fenster aufmache? Aber jetzt in der Nacht das Fenster aufhaben, fände ich super creepy, weil dann kann man halt voll gut reinschauen. Dann sieht man mir einfach von hinten zu, wie ich hier vor zwei fetten Lichtern sitze. Es sieht so seltsam aus. Aber ich kann es mal aufmachen.
Ich meine, das sähe so viel besser aus, weil es einfach eine schwarze Wand ist. Aber stellt euch mal vor, dann kommt auf einmal, steht da hinten so ein Mensch auf einmal mit so einer Taschenlampe so. Das ist halt Groundfloor, da kann einfach jemand stehen und reinschauen und ich... Das versteht ihr doch, oder? Es fühlt sich komisch an, wenn da jemand... Wenn du das Gefühl hast, jemand kann die ganze Zeit reinschauen. In der Nacht vor allem, wenn hier drin Licht an ist. Und da tags mit Spiegelung und sowas ist ja anders, aber... Innen drin hell, außen dunkel, 100% reinschaubar. Leo ist bald bei Nukes Top 5, was ist das denn? Ja, grüne Rollo hin und dann Greenscreen. Ja, das wäre tatsächlich lustig. Aber wie kriege ich dieses Rollo grün? Kommt ja aus gleiche drauf raus, ich muss dann ein grünes Poster hinkleben. Ist halt ein Auslagenfenster. Das sieht wirklich besser aus, aber man fühlt sich, glaube ich, sehr beobachtet. Ja. Eines Tages werde ich dann draußen so eine Figur hinstellen, die man dann so ganz leicht nur erkennt. Und irgendwann denkt ihr, da steht echt jemand. Ja, wenn man die Wände, das Rollo, ein schwarzes Rollo installiert und so weiter, wenn die Wände dunkel sind, dann ist alles um einiges cozier. Deswegen hatte ich das ja in meinem alten... Da habe ich die komplett weiße Wand einfach mit dieser riesigen Flagge abgedeckt. Und dann habe ich sogar alle meine Regale schwarz angemalt. Was hältst du von Panels? Da gibt es cooles Zeug. Was sind Panels? Was Panels? Was meinst du? Hallo Kalle, was meinst du? Hallo Sakura. Hallo Jacques. So Klebedinger, die man an die Wand montieren kann. Kamera gespiegelt oder umpositioniert? Die ist gespiegelt gerade. Mein Schrank, das ist meine rechte Hand. Das siehst du auch daran, dass die Schrift auf meinem T-Shirt nicht lesbar ist. Hallo, geht meine Uhr falsch? Warum? Das weiß ich nicht. Guck auf deine Uhr und vergleich sie mit einer Uhr, die funktioniert. Diese 3D-Paneelen aus Plastik oder Styropor. Jetzt sehe ich auch den Schrank. Ja, der Schrank ist komplett weiß. Aber das ist jetzt nicht das Hellste im Raum, glaube ich, weil er ist komplett voll gesteckt. Vielleicht ist es auch blöd, diese N64-Spiele, aber das ist halt mein großer Stolz, diese Spiele. Die sind so unfassbar selten und wertvoll. Aber diese Spiegelungen da drauf sehen auch nicht so geil aus. Und die Spiegelung von dem Stadium ist halt auch kacke. Mann. Hm. Geht nicht. Schwer. Das sind so winzige Sachen und sowas. Und einmal an den Schrank gestoßen, schon ist wieder alles am Spiegeln. Mit Zeit für Mattefolie. Das bringt nichts. Das ist ja nicht mal Folie. Das bringt nichts, wenn es matt ist. Das ist einfach Licht. Primi, dankeschön für dein Prime. Dankeschön. Wieso umgezogen, gar nicht mitbekommen? Tja. Wieso umgezogen, weil wir aus unserer Wohnung geschmissen wurden? Wieso nicht mitbekommen? Weiß ich nicht. Seit einem Monat rede ich über nichts anderes. 1377 166. Wir haben heute bei 1. Es dauert sehr lang.
Ich war auch mal in einer Erdgeschosswohnung und daneben gleich eine Kirche und die Kirchenleute hatten dann nichts Besseres zu tun, als vor meinem Fenster zu stehen und sich zu unterhalten. Ich fand das extrem nervig, weshalb ich die Rollos immer unten hatte. Boah, das würde mich richtig nerven. Also da steht nie jemand, weil das ist einfach der Eingang zu unserer Wohnung davor. Da steht niemand. Aber wir haben hier Security und die Security läuft, keine Ahnung, alle 4 Stunden einmal rum. Das heißt, mindestens der würde alle 4 Stunden einmal reingucken. Also nicht absichtlich reingucken, aber würde halt vorbeigehen. Und vor allem in der Nacht, wenn da so ein Zimmer ist, was einfach leuchtet, dann muss man reingucken. Ne? Also da wird jeder hingucken. Was macht der da? Shiny Hunter, der etwa Wailord? Das größte Wailord der Pokémon-Geschichte? Direkt reinfolgen. Ehrlich geschmissen, oha, kenne ich, ist mir dank Freundin vor 2 Monaten passiert. Ah. Oh. Security denkt sich schon mal, schau mal an, der ist immer noch an Giratina dran. Immer noch nach 1300, ja, ich arme, arme Seele. Sakura, 3 Streams, was ist da los? Übrigens kann ich das ausmachen, dass ihr das gar nicht seht, dieses Consecutive Streams. Aber ich denke da an eine Person, weswegen ich das nicht ausmachen will. Wegen Angel. Angel hat einfach eine Streak von 160 oder sowas. Und ich kann ja nicht dann einfach, ich weiß nicht, ob der Streak dadurch kaputt geht. Aber ich kann das anscheinend deaktivieren inzwischen, weil so viele Leute das wollten. Also, die sich bei Twitch beschwert haben wahrscheinlich. Aber wir haben hier jemanden, die hat 170, 168 ist Angel. Sie jagt Shiny Leo, ja. Sagen wir, wenn du bei 8192 bist, dann stelle ich es aus, okay? Wenn ich dann noch nicht Shiny bin, dann geben wir auf. Blöde Frage, das Wailord, ist das im Kampf auch eine andere Größe? Nope. Siehst du ja, sobald der Kampf losgeht, ist es wieder winzig. Wailord gibt es halt bis jetzt in keinem Spiel, wo es Größe gibt. Außer Pokémon Go. Also ich werde dieses Wailord noch nicht mal in einem Spiel überprüfen können, ob es halt Jumbo ist. Weil es gibt es nicht in Karmesin und Purpur und nicht in PLA. Aber wenn sie im neuen Plaza, wenn sie da Größe auch haben, dann werden wir es da wahrscheinlich checken können. Ich schätze mal, es könnte Wailord geben in Kalos. Aber muss auch nicht sein. Vielleicht gibt es das nicht in Kalos. Schau, wie riesig es ist. Es ist so groß, es ist so riesig. Und dann im Kampf ist es kleiner als mein Galagladi gefühlt. Oh mein Gott, Henriette. Zuerst den Robbensohn. Der Robbensohn ist ein Knarksel. Knarksel-Robbensohn. Aber Henriette ist was ganz Besonderes. Ghost. Wenn ich die Kamera spiegel, könnt ihr euren Namen nicht mehr lesen. Wir können unsere Kamera nicht spiegeln. Und das ist ja voll doof. Aber wenn ich die Kamera nicht spiegel. Aber ich check's nicht, weil sie ist eigentlich nicht gespiegelt. Da würde ich halt so gucken. Ich will nicht mein Layout umbauen. Ich will auch meine Kamera nicht verschieben. Schau, das sind alles noch Sachen. Ich meine, ich habe buchstäblich 4 Jahre. Erst nach 4 Jahren war ich mit meinem Raum, mit meinem alten Raum zufrieden und habe an dem nichts mehr gemacht. 4 Jahre hat es gedauert. Und 4 Jahre lang habe ich immer wieder was geändert, bis ich zufrieden war. Und erst nach 4 Jahren war ich komplett zufrieden, sodass ich 1 Jahr lang nichts mehr geändert habe. Und ich bin hier seit einer Woche.
Deswegen, das sind so Sachen, die man mit der Zeit merkt man einfach, boah, nee, das nervt mich doch auf Dauer, deswegen ändere ich das. Das nervt mich auf Dauer, also ändere ich das. Und Kameraspiegeln ist immer nervig, wegen Schrift. Du bist nichts Besonderes. Knagsel wird was Besonderes. Würdest du das auf einen Stapel legen? Den Geist? Okay. Wir haben noch zwei andere. Bloody Cord, du bist ein Krimanzo. Und Philipp, hallo, du bist ein Snubbull. Süß. Heute im Kino und habe Deadpool 3 gesehen und kann nur sagen, mitunter der beste Marvel-Film. Es ist nicht wirklich ein Marvel-Film, ne? Also es zählt. Ah. Es ist nicht das gleiche Studio, ne? Also ich würde nicht sagen, dass es ein Marvel-Film ist. Klar, es ist ein Marvel-Film, aber wenn man Marvel-Film sagt, dann denkt man an Thor und Captain America und Iron Man. Und Deadpool ist nicht so ein Marvel-Film. Es gibt zwei Marvel-Studios. Und Deadpool und X-Men ist das eine und Avengers ist das andere. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen und es wird noch dauern, bis ich ihn sehe. Ich hoffe, ich werde nicht gespoilert. Ich habe jetzt schon Sachen gesehen, wo ich mir denke, ah, hätte ich die mal nicht gesehen. Aber er scheint ja wirklich sehr gut zu sein. Ich freue mich drauf. Genau das Pokémon, das du nicht magst. Es tut mir leid. Der Film ist genial. Hallo, Roter Jay. Dann musst du dein Overlay ändern, ja. Oder ich tue die Kamera da, wo sie war. Aber dann haben wir auch einen anderen Ausschnitt wieder vom Zimmer. Deadpool ist doch ein Comedy-Film mit einer Prise Action, oder? Ja. Es gibt schon mehr Action als eine Prise, glaube ich. Ich bin nicht bereit für Jokes im 5-Sekunden-Takt. Weinst du lieber bei Filmen? Drucker einfach gespiegelt einstellen. Das wäre eine Lösung. Oder wir machen Gesichtserkennung oder halt irgendwie Erkennung. Und jedes Mal, wenn die Kamera einen Zettel entdeckt, spiegelt sie sich automatisch zurück, sodass wir es lesen können. Und dann quasi immer bei Gesichtserkennung ist sie gespiegelt. Und wenn es keine Gesichtserkennung gibt, weil ich den Zettel hinhalte, dann spiegelt sie sich zurück. Machen wir es doch so umständlich. Ich habe das Weilort nicht gesehen, aber ich glaube, es war nicht shiny. Ich weine nur im Regen, damit man es nicht sieht. Sehr gut. Warte noch ein paar Jahre, dann sind alle irgendwann in einem Film. Ja, dann haben wir Tom Hanks als Forrest Gump, Neo, Thor, Captain America, Deadpool und Donald Duck in einem Film. Bei Deadpool haben sie ein bisschen übertrieben. Ja, so ging es mir ein bisschen bei Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy ist ja, ich meine, jeder Marvels-Film ist irgendwo ein bisschen lustig. Aber Guardians of the Galaxy war immer so der, wo sie richtig auf die Kacke hauen mit Humor. Und der letzte war dann so, genau wie der letzte Thor auch. Der letzte Thor hat ja relativ ernst angefangen und wurde dann mit Ragnarok und War of Thunder, irgendwas. Oder dann so richtiger Comedy. Und dieser Thunder und der dritte Guardians of the Galaxy war einfach. Du hast gemerkt, dass sie gezwungen Witze machen, die noch nicht mal wirklich gut sind. Bei Deadpool 1 und 2 fand ich das aber nicht so. Aber ja, kann auch sein, dass es wieder beim dritten, so dass sie sagen: Oh, die Leute mögen lachen. Lass mal richtig übertreiben. Thor, Love and Thunder, genau. Also der war gut. Aber da waren so viele Witze drin, die so halt gezwungen waren, die man einfach hätte weglassen können, es war immer noch gut gewesen. Da wurde Fusion eingelöst.
Wurde nicht Fusion auch schon für Ewigkeiten eingelöst und ich hab's ignoriert? 4 Minuten. Okay. Maurediven, was haben wir für dich? Wir haben, was haben wir? Wir haben diese Fusion. Das war der falsche Knopf. Entschuldigt, es ist aber auch nett. Deoxeus, das ist cool. Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Das ist Arceus, oder? Ja, safe. Deoxus. Oder Deo ist eigentlich auch schon Gott. Arkos. Arcus. Arcus? Hm. Aber du wolltest das hier. Arcoxis. Häppchen ist, ja, stimmt. Der schläft bestimmt. Das tut mir leid. Nach dem, was wir gerade gesehen haben, tut es mir sehr leid, dass du dich für Pipi und Tornopto entschieden hast. Das ist einfach Tornopto irgendwie so in Pipi drin und versucht rauszukommen. Es tut mir leid. Dazu kann ich nur eins sagen. Nur eins. Okay. Nein, weg. Okay. Zettel dürfen auch ein paar sein. Ja, lasst mich doch kurz entspannen, ey. Ich muss mich jedes Mal 10 cm nach vorne beugen. Ah. Sakura, du bist ein Baranavats. Und Nils, du bist ein Baldorfisch. Miku, dankeschön für 41 Monate. Dankeschön, dass du dafür gesorgt hast, dass ich ein Mario-Spiel nicht auf 100% habe. Aber danke für 41 Monate. Und Payne, dankeschön für deinen Prime, dein allererster Prime. Das muss wohl erst erschaffen werden. Ja, da hat sich noch keiner rangesetzt. Nein, ihr müsst mich an die Zettel erinnern. Das ist vollkommen richtig. Aber dann müsst ihr auch ertragen, wenn ich die Augen verdrehe. Ach. Wie kommen wir auf Tusk? Ich habe nun immer öfter den Tusk-Trailer gesehen. Kann man den Film empfehlen? Das sagst du doch als Meme jetzt, Olopote, oder? Du hast doch nicht ernsthaft den Tusk-Trailer zufällig immer wieder gesehen. Warum sollte dir ein 5 Jahre alter Film-Trailer immer wieder gezeigt werden? Olopoto, Tusk ist der beste Indie-Horrorfilm, der beste Trash-Horrorfilm, den du dir anschauen kannst. Tusk ist sehr zu empfehlen. Vor allem als erster Date-Film, Weihnachten, Silvester, anstatt Dinner for One, Tusk. Wenn man mit der Oma mal ein bisschen Quality-Time verbringen möchte, Tusk. Wenn es einem schlecht geht, wenn man mit Corona im Bett liegt, Tusk. Hallo, Herr Benz. Ich erinnere mich nur an die Stalus-Pipi-Fusion. Ja, die ist geil. Die war geil. Aber man hat anscheinend die Pipi-Line noch nicht durchgemacht. Deine Freundin hat dich verlassen, Tusk. Du hast eine neue Freundin, Tusk mit ihr anschauen. Ich hatte den einmal in der Timeline bei TT, Twitch TV, TikTok. Und dann zweimal durchgeguckt und dann kam der immer wieder. Geil. Anschauen, es ist ein Zeichen. Und ich sag dir auch noch, großartiger Film. Wie war das Essen? Was war das überhaupt? Welches Essen?
Stalkst du wieder Rosas Instagram? Ich weiß nicht, ob ich das mag. Wir waren heute essen. Ich habe Vorspeise gab es Bufala. Bufala. Buffalo. Was ist das, dieser Büffelmozzarella? Und dann habe ich einen Chickenburger genommen, weil ich nicht auch noch als viertes die Meeresfrüchte nehmen wollte. Habe ich den Chickenburger genommen, der gut war. Aber die anderen drei hatten alle Linguine mit Meeresfrüchten. Weil wenn du hier in die Stadt gehst, also wenn du hier zum nächsten Zentrum quasi gehst, zum nächsten Hotspot, alles Fischlokale, weil wir jetzt so nah am Meer leben, am Hafen, alles Fischlokale. Und ich bin nicht so der Fischmensch, aber ich mag den Geruch. Ich mag Hafengeruch. Ich mag Hafengeräusche. Wir haben eine Qualle gesehen. Wir haben Seerobben gesehen. Wieder. Nur da war es, also ich habe ja vor einem Jahr oder so Robben gesehen, bei uns damals. Da war es was Besonderes, weil ich habe in all den 5 Jahren kein einziges Mal eine Robbe gesehen. Und jetzt da im Hafen waren einfach 4 Robben. Also es ist ein bisschen traurig, so warum die da sind, weil es ist eindeutig, die schwimmen da unten, haben so halb die Augen offen und chillen so im Wasser, so wie so gerade stehende Robben halt so und chillen mit dem Kopf so aus dem Wasser raus. Warte, ich habe ein Bild gemacht. Sieht so dumm aus. Warte, ich muss irgendwie zurückspulen. Es sieht so dumm aus. Nein. Nein. Ach, warum geht das nicht? Ich bin noch nicht eingestellt. Es sieht so dumm aus. Wo ist die Kamera? Nein. Wo ist die dumme Kamera, Mann? Ja, Zoom, geh weg. Wohin gehst du? Geh da zur Robbe zurück, Mann. Geh zur Robbe. Da, Robbe. Oder Seehund halt. Seehund, glaube ich, eher. So saßen die, so haben die da im Wasser gechillt. Stell doch in Discord. Nein. Ich poste ja nichts. Ja. Es hat euch nichts anzugehen, wo ich mittags esse. Was ich mir für scheiß teures Essen reinhammer. Es hat einfach 60 Euro gekostet. Pro Person. Das Essen heute. Eine Fanta. Vorspeise, Hauptspeise. 60 Euro. Nee, aber ein bisschen traurig. Das ist schon cool, Robben zu sehen. Weil auch wilde Robben oder Seehunde. Aber die waren eindeutig da, weil diese Bastarde einfach da Essen reinschmeißen. Ich habe da keinen gesehen, der Essen reinschmeißt. Aber es saßen halt ganz viele Leute da mit Pommes, Fisch und Chips und sowas. Und vielleicht riechen die auch das Essen vom Hafen und sind einfach da. Aber 100 Pro, die haben einfach hochgegiert zu den ganzen Menschen. 100 pro gibt es ja irgendwelche Bastarde, die einfach Pommes ins Wasser schmeißen, um Seehunde zu füttern. Deswegen sind auch die ganzen Robben und Tauben überall, weil es Idioten gibt, die die einfach füttern. Das ist alles Traurige. So, du siehst die so und denkst, oh cool, ich sehe eine Robbe. Moment, ich sehe die Robbe, weil die irgendwie süchtig nach Fett ist, weil Menschen sie mit Pommes füttern. Trotzdem süß. Du bist YouTube-rich, das zahlst du doch aus der Portokasse. Genau, YouTube-rich. Hast du mein Video angeschaut zu YouTube-rich? Ich hätte es YouTube-rich nennen sollen. Bam, 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 bam. 13,96.
Chicken Burger für 60 Euro. Nee, Chicken Burger plus Buffala plus Fanta für 60 Euro. Sagen wir 50, weil die anderen hatten Wein, den ich nicht getrunken habe. Ja, aber wir hatten alle eine Vorspeise und einen Hauptgang und dann hatten noch die anderen hatten Wein. Aber der war jetzt auch nicht so viel. Also ich glaube, die Vorspeise war 15 Euro und der Chicken war 20 Euro. Die Fanta war nochmal 5 Euro. Dann sind wir bei 40 Euro. Dann gibt's Trinkgeld, Besteck oder Gedeck, oder wie man es nennt. Und dann bist du bei einem Fufi. Damals Chicken Burger noch 1 Euro. Ah, die guten Zeiten. McDonald's einmal eins. Ganz schön viele Kalorien. Hallo, Fettshaming hier. Was soll das? Geh nach Hause. Du bist wahrscheinlich zu Hause. Geh raus. Ganz schön viele Kalorien. Weißt du, wie viel ich geschuftet habe die letzten Wochen? Aua. McDonald's einmal eins RIP, we always miss you. Ich habe es schon oft erzählt, aber ich sag's immer wieder, wenn wir darüber reden. Weil ich habe ja für die Agentur gearbeitet, die Werbung gemacht hat für McDonald's. Ich habe 2 Jahre lang Werbung für McDonald's gemacht und natürlich haben wir gefragt, immer wieder mal, beziehungsweise nicht immer wieder, aber wir haben natürlich gefragt, warum macht ihr nicht sowas krank Erfolgreiches wieder, wie das einmal eins? Und die Antwort war ganz schlicht, weil es so krasses Minusgeschäft für die war, dass die sich das nicht leisten können, sowas Krasses wieder zu machen. Das war geil, jeder erinnert sich dran, es war geiles Marketing. Aber die haben bei jeder Sache, die bestellt wurde, einfach Minusgeschäft gemacht. Weil du kannst keinen Hamburger für 1 Euro verkaufen und erst recht keinen Cheeseburger und Chickenburger für 1 Euro. Vor allem nicht in dieser Economy. Ich weiß, dass ich fett bin, möchte aber auch was dagegen unternehmen. Das habe ich gar nicht gesagt, dass du das bist. Aber du, ich kenne das. Ich will auch fitter sein oder abnehmen. Vielleicht war es Analogkäse. Das sowieso. Hallo, Michi. Komm mal, Chicken Burger in Paris hat mich schon vor 15 Jahren fast 5 Euro gekostet. Echt. So ein Wohlstandsbauch, trotzdem ein Bauch. Das ist kein Wohlstandsbauch, das ist einfach ein ich beweg mich nicht Bauch. Das wird jetzt eh wieder die Frage sein. Es ist immer die Frage. Es ist so ein Spruch, was ich immer sage. Ne? Die Frage ist. Aber der Bauch war doch das Highlight am See. Was? Welcher See? Was? Der Bauch war das Highlight am See? Hä? Mit 30 geht es auch noch einfacher abzunehmen als mit 50. Ja. Einfach her, aber es ist definitiv nicht einfach. Es kommt auf jeden Mensch drauf an. Jeder Mensch baut anders ab und auf. Aber der Bauch war doch das Highlight am See, na, in dem Video. Hä? Was? Welches Video? Ach so, wo ich so fett war.
Mein Garados-Video. Oh nein, du erinnerst mich dran. Ich war so fett. Oh mein Gott. Jeder hat in die Kommentare geschrieben, warum siehst du so fett aus, Leo? Warum traust du dich raus mit diesem Bauch? Oh Gott, dieser fette Bauch. Bin ich froh, dass ich noch in den 20ern so stark abgenommen habe? Bei mir geht's, seit ich 20 bin, bergab. Ich konnte immer alles, aber jetzt 20 ist ja kein Alter, ne? Aber erst richtig geht's bergab mit 30, dass man richtig merkt, so der Körper verfällt langsam. Und ich weiß, dass ich mit 50 denken werde, oh mein Gott, mit 30 warst du noch so fit. Das ist immer, es geht alles bergab. Außer man rafft sich auf. Aber das ist eben die Frage. Jetzt kann ich nicht mehr in das Gym gehen, weil es viel zu weit weg ist. Was mache ich jetzt? Und ich habe das Gym sowieso gehasst. Und das war wirklich das, dem ich jetzt am längsten eine Chance gegeben habe, dieses Gym. Es hat so viel Geld gekostet, so unfassbar viel Geld gekostet. Und ich habe es durchgezogen. Ich war dreimal die Woche, mindestens zweimal die Woche, außer ich war krank, außer ich war im Urlaub. Ich war immer da und ich habe jeden Tag so gehasst. Und ich habe auch tatsächlich null Fortschritt gespürt, obwohl ich das fast ein halbes Jahr, glaube ich, gemacht habe. Ein halbes Jahr, zweimal, dreimal die Woche, eine Stunde ins Gym und ich habe nichts gemerkt und ich habe jede Sekunde gehasst. Jetzt habe ich das Meer vor der Tür. Ich meine, ich könnte einfach im Meer schwimmen. Vergiss es. Ich will auch nicht drauf gehen. Aber ich könnte am Strand joggen. Joggt es sich gut am Strand? Gibt es hier Jogger unter euch? Würdet ihr lieber Waldweg, Asphalt oder Strand joggen? Strandjoggen ist bestimmt super anstrengend, weil das alles nachgibt. Aber auch vielleicht deswegen besser. Dark Siggy, Dankeschön für 3 Monate. Ich will nicht joggen. Joggen ist schrecklich. Joggen ist auch so schlecht für die Gelenke. Jedes Mal, wenn ich mich bücke, höre ich meine Knie so laut aufschreien. Nee, Joggen ist kacke, Mann. Ich habe auch einen schönen Wohlstandsbauch, aber schaffe mittlerweile fast 5 Minuten Plank am Stück. Krass, ich schaffe gerade mal 60 Sekunden. Das haben sie nämlich getestet, als ich bei dem Gym angefangen habe. 60 Sekunden war da. Und 6 Monate später habe ich immer noch nicht mehr als 60 Sekunden geschafft. Und dann auf 90 runter machen, brutalen Unterschied. Bestimmt. Ich meine, ich wiege 94, 95. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich wiege viel zu mehr. Ich habe viel zu viel Schwabbelmasse, die ich mit mir rumschleppe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, 140 zu wiegen. Du wiegst 111? Schwere Knochen. 94, same. Wir sind das Gleiche. Du wiegst 45, bitte, iss was. Außer du bist 1,50 groß oder sowas. Selbst dann, weiß ich nicht. Kann man Brot eigentlich einfrieren? Ich friere immer mein Brot ein, jedes Brot, weil Brot wird so schnell schlecht, je nachdem. Brot einfrieren und dann, wenn du es brauchst, einfach gefroren. Also, das sollten schon Scheiben sein. Ich würde kein gefrorenes Brot schneiden wollen. Aber dann schneiden, geschnitten, einfrieren und dann kannst du die einfach eine gefrorene Scheibe rausnehmen, in den Toaster reintun. Toastet sich perfekt, ist ganz leicht angetoastet und butterweich getoastet, wie du es magst. Das hat ja keinen Wasseranteil. Ja und? Alles hat Wasseranteil. Brot hat sicher Wasseranteil. Ich meine, vielleicht Knäckebrot. Aber selbst Knäckebrot, du kannst alles einfrieren. Willst du sagen, dass wenn ich jetzt Knäckebrot einfriere, dass das nichts bringt? Ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber ja, okay.
Kälte friert Wasser ein, aber friert Kälte nicht alles ein? Du brauchst Wasser zum Brotbacken. Ja, aber ich glaube, ja, aber dann backst du ja das Wasser raus. Also ich sag auch, dass im Brot noch viel Wasser drin ist. Aber ja, es gibt Knäckebrot, was sicher. Aber wenn du ein Knäckebrot hast, das würde ich jetzt nicht einfrieren. Weil das wird ja nicht schlecht, weil da eben kein Wasser drin ist, oder? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du Knäckebrot einfrieren kannst. Warum denn nicht? Es sorgt ja vor allem nur dafür, dass dort halt keine Bakterien drankommen. Alles, was da drauf ist an Bakterien, wird komplett in der Zeit eingefroren. Aber klar, es wird jetzt nicht unbedingt härter oder gefrorener, weil nichts wirklich an dem Knäckebrot härter werden kann oder halt einfrieren kann. Aber ein Knäckebrot bräuchte es auch nicht einfrieren. Aber sonst, wir frieren alles ein. Wir frieren auch so gut wie jedes Fleisch sofort ein, was wir kaufen. Weil wir hatten es schon so oft, dass du merkst es nicht, da ist einfach so ein kleines Loch in der Verpackung drin. Oder die Kühlkette wurde zu lange unterbrochen. Ne? Die Kühlkette, Leute, denkt an die Kühlkette. Dass wir das Chicken aufmachen und es kommt einfach so ein Schwall-Chicken-Geruch einem entgegen, dass man sich denkt, weiß ich nicht, ob ich das noch essen sollte. Aber wenn du es einfrierst, sofort nachdem du es gekauft hast, easy. Easy. Einfrieren ist, das ist 2024. Willkommen in der Zukunft. Besser kann man auch einfrieren. Ich glaube, du kannst alles einfrieren, ohne dass es schlechter wird. Alles. Sagt mir etwas und wir überprüfen, ob man es einfrieren kann, ohne dass es schlechter wird. Ich meine jetzt vielleicht ein komplettes Gericht einfrieren und dann erwarten, dass es genauso schmeckt wie frisch gemacht, ist vielleicht was anderes. Aber ich würde sagen Zutaten. Du kannst, glaube ich, alle Zutaten einfrieren, ohne dass die Zutat minderwertiger wird. Ich friere zum Beispiel auch Ingwer ein. Ingwer kannst du auch immer noch super gut schneiden, auch wenn er gefroren ist. Und so hast du immer frischen Ingwer. Weil Ingwer, klar, bleibt länger schon frisch, wenn er einfach so als Knolle da liegt. Weißt du, jedes Mal, wenn du den anschneidest, dann wächst diese Stelle so grau-braun zu und dann wird er irgendwann latschig. Nee, Mann. Einfach einfrieren. Du bist zu faul, um pennen zu gehen. Ich Sandwich kannst du, ich kenn's irgendwie, was du sagst, aber ich würde es anders formulieren. Man ist nicht zu faul, pennen zu gehen. Ich meine, vielleicht bist du zu faul, um pennen zu gehen, aber das ist wirklich seltsam. aber auch wenn ich todmüde bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich heute noch nicht lang genug entspannt, dann muss ich länger aufbleiben, um den Tag noch länger, der Tag kann nicht vorbei sein. Der Tag, warum, wenn ich schlafen gehe, ist der Tag vorbei, aber der Tag wurde noch nicht genug ausgenutzt. Deswegen muss bis 3 Uhr morgens wach geblieben sein. Ich friere gern heißes Wasser ein, um es später noch zu benutzen. Leute, ich weiß, dass ich jetzt zumindest ein, zwei Leuten hier den Kopf explodieren lasse. Und ich weiß, dass mindestens 10-mal so viele Leute mir nicht glauben werden. Ist mir aber egal. Es stimmt. Gekochtes Wasser. Oder sagen wir einfach warmes Wasser. Ich weiß nicht, ob umso wärmer, aber warmes Wasser auf jeden Fall. Warmes Wasser friert schneller ein als kaltes Wasser. Wenn ihr wirklich schnell Eiswürfel haben wollt und ihr habt einen Wasserhahn, der warmes Wasser gibt, dann macht den Wasserhahn auf ganz warmes Wasser und macht die Ice Cubes mit warmem Wasser in den Gefrierschrank, geht schneller. Ja, weil wegen den Molekülen. Ich weiß nicht, ob ja, weil wegen den Molekülen. Tatsächlich, das letzte Mal, dass ich mich darüber informiert habe, war es in der Wissenschaft noch nicht bekannt, warum das so ist. Es gibt irgendwie 3 Theorien, die alle logisch klingen.
Von wegen, dass die Hitze eine Isolation schafft, sodass der Kern schneller gefrieren kann und sowas. Über das Wärme schneller leitet. Ich weiß es nicht mehr. Es gab irgendwie drei Theorien und die Wissenschaft ist sich nicht einig, was es ist. Aber es ist Fakt, kann man selber testen, dass warmes Wasser schneller einfriert als kaltes. Was so unlogisch ist. Was natürlich jeder, der einen normalen Kopf hat, würde erstmal sagen, Objection. Ich glaube dir nicht. Ich glaube, ich würde dir nicht vertrauen, wenn du sofort sagst, ah ja, das klingt logisch. Nein, das klingt nicht logisch. Das klingt so. Okay. Ich darf es nicht übertreiben. Ich darf mein neues Gimmick nicht übertreiben. Es klingt bescheuert, wenn das jemand sagt. Aber es stimmt. Einfach Kühlschrank haben, der Eiswürfel produzieren kann. Aber auch da, wenn du warmes Wasser... Hab heute zu viel entspannt, glaube ich. Ich habe mich nur bewegt, um Sushi essen zu gehen. Die Frage ist, ob du heute schon genug geshiny-hunted hast, dass du jetzt schon schlafen gehen kannst. Ich liebe das neue Gimmick. Irgendwie hat, glaube ich, mein Controller Drift, weil jedes Mal, wenn ich hier aus dem Raum rausgehe, dreht sich mein Charakter um. Nach 5 Jahren hat mein Pro-Controller vielleicht mal Drift. Man hat nie genug geshiny-hunted. Doch. Wenn man 3 Stunden Legends Arceus spielt und 10 Shinies findet, dann hat man genug geshiny-hunted. Was ist denn, ach so, Saipark, du redest von Temtem. Kommt das Gimmick auch im Gen 6 Video vor? Wenn es ein Gen 6 Video gibt, ich habe es noch nicht mal geschrieben, das Video. Ich werde es bei meiner Schwester schreiben in München, bevor ich zum Summer Breeze fahre. Oder wenn ich mit den krankesten Rückenschmerzen und Leistenbrüchen und Bandscheibenvorfällen in meinem Wohnwagen liege, werde ich einfach das Skript schreiben. Ich habe gehört, dass es erstens schneller verdunstet und deswegen schneller gefriert und wegen den Molekülen, weil sie an einer bestimmten Stelle stehen müssen, um zu gefrieren, und warme Moleküle bewegen sich schneller an dieser Stelle als kalte. Ja, genau solche Sachen. Aber als ich mich informiert habe, so YouTube-Video, Wissenschaft, YouTube, schau, der dreht sich immer nach unten. Oh. Es hat so 3 Theorien und man ist sich nicht einig, was es wirklich ist. Wann Rollator Ditto Emote? Wie soll das aussehen? Ich meine, wir haben den alten Sack. Ihr könnt den alten Ditto nehmen, den gibt's doch extra dafür. Wer ist denn der? Ditto Old? Leos Old? Bei Gishmans bin ich erst bei 29 Raids. Das ist aber auch schon viel. Leos Boomer. Da. Wie bei Thais. Ach, so ein Ding, was da so reinkommt. Ja, aber Ditto hat nicht so... Ja, okay, ein Hai hat auch nicht so viele Gliedmaßen eigentlich. Ich nehme einfach das von Thais, aber gebe dem Hai so kleine Punktaugen. Und mach's rosa. Merkt er nie. Du hast gestern 30 Minuten für 2 Voltrell und Kurelei gebraucht. Das glaube ich dir sofort, weil ich habe 5 Minuten für Voltrell gebraucht. Das heißt, ich glaube dir sofort, dass du 10 Minuten später noch eins findest und 10 Minuten später noch eins. Ist ein Witz, gell? Geschenkt. Hallo David. Das liegt daran, dass warmes Wasser mehr Luftfeuchtigkeit abgibt und das gefriert da schneller. Es gibt ganz viele Theorien, aber es ist anscheinend noch nichts bewiesen. Bam, bam,
So, wie weit sollen wir gehen, bevor wir Majora's Mask spielen? Ich bin so verspannt. Marco, massier mich auf dem Summer Breeze. Ich brauche jemanden endlich mit harten Händen. Harten, scharfen, übermuskulösen Händen. Science. Magnets. Kann gut massieren, auch ohne muskulöse Hände. Ich brauche das Sixpack an jedem Finger. Too much information? Weiß. Und somit schrieb Leo die ersten Sätze seiner Fanfiction. Ah, oh, Marco, gib mir deine starken, kräftigen Hände und führe sie meinen Rücken herab. Oh, Marco, das ist zu tief. Ich habe nicht gesagt, hör auf. Yeah, bitch. Magnets. Ich glaube, der Text ging jetzt zu schnell weg, Giratina. Ich muss einen anderen... Ich mache ein anderes Bild für Giratina. Warte. Ich nehme es kurz auf. Nehmen wir das auf? Nein. Ich muss dauernd warten und den Text lang genug stehen lassen, dass Giratina aus der Zerrwelt da ist. Anstatt, dass ich einfach das Game Freak-Logo auch nehme, glaube ich. Das bleibt zu lang stehen. Das bleibt auch nicht so lange stehen. Das bleibt viel zu lange stehen, alles. Ist irgendwas schnell kurz da? Aber das klicke ich ja weg. Das Pokémon klicke ich weg. Oh. Ist nichts am Anfang da, bei Pokémon Platin, dass ich nicht wegklicken muss. Deswegen habe ich ja Zerrwelt ausgesucht, weil man sich wegklicken muss. Aber man kann es wegklicken und dann steht es zu kurz da. Los, please. Los, please steht auch viel zu lange da und da muss ich auch warten. Soll ich den... Ich weiß es nicht. Welchen Screen? Warte mal, vielleicht finden wir doch... Vielleicht nehme ich doch... Es steht zu lang da, dann zählt er 1, 2, 3... Vielleicht so diese Dinger da? Ich habe jetzt so drei Glitzerbilder genommen. So drei Glitzerdinger. Vielleicht gehen die. Wo ist Giratina? Hier. Schau, ob das geht. Noch ein Reset? Oder kann man die Glitzerdinger wegklicken? Nee, oder? Das Game Freak Logo. Doch, man kann es wegklicken. Oh nein. Was machst du? Ich will den Auto-Counter besser einstellen, dass Giratina besser gezählt wird. Ich glaube, ich habe ein paar Counts nicht getroffen. Das heißt, es muss... das Copyright sein. Was ist, wenn wir so ein halb gefärbtes Copyright nehmen? Who dat? Tabula rasa. Was war nochmal die Tabula rasa? Bam. 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 Moment. Probieren wir das einmal.
Oh, nochmal. Tabula, vielen, vielen Dank für deinen Raid. 14, 18. 19. Okay, scheint zu gehen. Er hat nicht mehr gezählt. Gute Nacht, Sakura. Immer diese schwitzigen, kaputten Rücken. Ja. Tabula, was hast du gemacht? Wie war dein Samstag? Gute Nacht, Roter Jay. Gute Nacht. Tabula rasa war Latein, ja. Oder irgendwas Biblisches. Tabu Rasa war ein Dorf in Breath of the Wild. Chill. We get it. Du magst Zelda. Ah, stimmt. Tabu Rasa war die Stadt, die man sich doch selber baut, oder? Und Tears of the Kingdom, bitte. Du hast verzweifelt Sigard gesucht, um Verzweiflung dann in Kingdom Hearts geschwungen. Und von Verzweiflung an Kingdom Hearts geschwungen. Kingdom Hearts war nie so meins. Ich habe den ersten Teil gespielt, sogar Platin gemacht und ich habe es nicht sehr genossen. Ich finde es zwar cool, dass die Final Fantasy und Disney so zusammenpacken, aber irgendwie, wie man kämpft, gefällt mir nicht. Und dann storytechnisch ist es ja anscheinend zweiter Teil, dritter Teil, man versteht gar nichts mehr. Es ist eine Doktorarbeit, die man da drüber schreiben könnte und trotzdem versteht man es nicht. Hallo Undead Collector. Ich kenne Tabula Rasa nur aus der Philosophie. Hattest du jetzt True 100% in dem Spiel oder ich? Du hast mir dabei zugeguckt, also hast du es auch. Du weißt, was man alles machen muss und die Person neben dir auf der Couch hat auch True 100%, ja? Ich habe alle Kingdom Hearts Teile gespielt. Das mit der Lore ist true. Ein bisschen unübersichtlich. Mich stört aber so, die Story würde mich gar nicht mal so stören, dass es ein Durcheinander ist. Ich meine, Final Fantasy ist ja auch gerne so komplett durcheinander. Ich habe heute Final Fantasy 6 gekauft, weil es gerade bei PlayStation im Angebot war. Für 12 Euro, glaube ich. Und Final Fantasy 6 ist das, was die Leute immer sagen, dass man es unbedingt gespielt haben muss von den alten Final Fantasies. Alle davor kann man auslassen. Aber das Sechser soll so das erste richtig Gute gewesen sein. Mal schauen, irgendwann fange ich das an vielleicht. Und ich habe auch Untitled Goose Game geholt. Es hat dann gleich rosa angefangen. War ein FF6 Stream. Ist das ein gutes Streamspiel? Ist doch nur Text lesen. Aber steht wie bei Zelda auch nicht jedes FF für sich. Zelda steht noch weniger für sich, aber ja, ich weiß, was du meinst. Jede Final Fantasy Nummer ist ein eigenes Spiel, unabhängig voneinander. Zelda hängt schon ein bisschen zusammen. Mehr als Final Fantasy, würde ich sagen. Aber ja. Aber trotzdem, ich habe halt 6 nie gespielt. Ich habe alle gespielt, außer 1 bis 6. Und die meisten sagen halt, 6 musst du schon gespielt haben. 6 ist schon geil. Die davor sind alle halt noch sehr alt und typisch so Text-RPG-mäßig. Tabu-Law. Ah, Tabu-Law. Das ist ja sogar ein cooler Name. Du liebst Final Fantasy 4? Na toll, jetzt muss ich Final Fantasy 4 spielen. Ich glaube, 6 reicht mir. Tabula. Ich dachte immer, ich habe immer an
Tabu. Wie heißt der Tiger? Tabaluga. Ich muss immer an Tabaluga denken bei deinem Namen. Tabalun. Aber das ist ja ein cooler Name dann. So richtig mit Sinn dahinter. Nicht so wie Leo's Mind. Ich mag Final Fantasy Tactics Advance. Das habe ich auch gehört. Das habe ich auch nicht gespielt. Das soll auch sehr gut sein, stimmt. Aber ich habe ja sogar Final Fantasy... Wie heißt das Final Fantasy, wo man gegeneinander so Beat'em-up-mäßig kämpft? Nur viel abgefahrener. Dissidia? Dissidia, oder? Aber man kann The Wind Waker spielen, ohne zu wissen, wie die Timeline funktioniert. Ja, du kannst jedes Zelda spielen, ohne groß zu wissen, wie die anderen davor, was in den anderen davor passiert ist. Aber es bereichert schon irgendwie, also die Zelda-Lore, die Spiele haben halt schon was miteinander zu tun. Bei Final Fantasy 6 hat nichts mit Final Fantasy 10 am Hut. Nichts, glaube ich, also nichts. Außer, dass es Fira und Ifrit wahrscheinlich gibt und sowas. Aber halt storytechnisch nichts. Aber Wind Waker hat storytechnisch viel mit Ocarina of Time zu tun. So, warum ist die Welt unter Wasser und so? Aber halt alles nur Lore. Tiefe Lore. Anteil Goose Game habe ich auch. Ja, also ich habe mehr Lust auf Spiele so zwischendrin als so richtige Spiele. So, natürlich würde ich gerne mal Elden Ring spielen oder es gab jetzt einen neuen Trailer zu diesem Black Wukong, dieses Dragon Ball Spiel. Quasi die Dragon Ball Geschichte, so wie sie tatsächlich aus China kommt. Black Wukong. Ja, boah, würde ich das gerne spielen. Aber ich habe irgendwie nicht mehr die Energie, mich so... Also Final Fantasy VII Rebirth war eine Ausnahme. Weil Final Fantasy VII, ne, muss ich spielen. Aber ich habe keinen Bock, so viel in das Spiel rein zu zeitlich zu investieren. Black Myth Wukong, genau. Oder auch, wir nennen es einfach Chinese Dragon Ball, okay? Oder das wahre Dragon Ball. Wir werden die ganze Zeit mit dem Finger zeigen und sagen, oh, ist das Jindujun? Ist das Popo? Wie heißt er? Popo? Dr. Popo? Nee. Ist er einfach nicht Popo? Bist du für Souls-Likes? Ich mag Souls-Likes. Ich habe viele Souls-Likes gespielt. Dissidia war sogar ziemlich cool. Das war halt total verrückt. Du kämpfst einfach mit Sephiroth gegen... Keine Ahnung. Gegen, Tidus zum Beispiel. Breath of the Wild hat zwar viele Easter Eggs zu älteren Spielen, hat aber lore-mäßig nicht viel mit den alten zu tun. Wahrscheinlich, weil sie eine neue Timeline erschaffen wollen. Ja, also beziehungsweise Timeline erschaffen wollen. Also ich bin der große Verfechter, dass immer wenn Fans herkommen und sagen, ja, das ist lore-technisch so verbunden und dies und das, ist das alles Fan-Theorie und ich glaube, die Leute, die Spiele gemacht haben, haben sich gar nicht so viele Gedanken zu der Lore gemacht, wie sie Sinn machen würde, sondern sie wollten einfach nur ein gutes Spiel machen. Ich glaube, so war das bei vielen Zelda-Teilen der Fall. Und dann gab es diese Zelda-Timeline, die Fans sich ausgedacht haben. Und dann buchstäblich, Jahre danach, hat Zelda ein Buch oder hat die Zelda-Macher ein Buch rausgebracht, wo genau die Timeline drin ist, die Fans sich ausgedacht hatten. Wo ich mir so sicher bin, dass die einfach gesehen haben und gesagt haben, sieht logisch aus, nehmen wir. Weil sie ist so abstrus, das haben sie, die Zelda-Macher, sich nicht von alleine gedacht, als sie die Spiele gemacht haben. Never. Never. Die Fans haben das gut verbunden und sie haben gesagt, okay, nehmen wir. Sandwich-Katze, falsche Kamera, du bist ein Schlaraffel. Und ja, die Theorie bei Breath of the Wild ist, dass alle Timelines wieder zusammengefused werden in eine und das ist Breath of the Wild. Deswegen es in Breath of the Wild zum Beispiel eine Lon-Lon Farm, nicht Lon-Lon Farm gibt, aber die, heißt die Lon-Lon, nee, doch Lon-Lon Farm. Die Lon-Lon Farm gibt,
Aber auf der anderen Seite gibt es auch den Windfisch und sowas, weil einfach alles in einem riesigen Universum-Zusammenbruch in eine Welt Black Hole-mäßig reingeschaffen wurde. Wird es irgendwann bestätigt? Vielleicht. Wird es irgendwann Sinn ergeben? Vielleicht. Aber ich glaube nicht, weil sie sich das gedacht haben, als sie das Spiel gemacht haben. Ich glaube, wenn Spielemacher Zelda-Macher ein Zelda machen, dann wollen sie einfach ein cooles Zelda machen. Und wie das in die Lore reinpasst, das ist ein Problem für später. Und ich finde es vollkommen okay auch. Die Frage ist, wo spielt dann das Zelda? Das Neueste? Ja, da ist ja inzwischen jetzt rausgekommen. Durch quasi Leak. Aber einfach nur, weil irgendein, ich weiß nicht mehr welcher Shop, irgendein Shop hat das Spiel angeboten. Was ja viele machen, so das Spiel angeboten als Pre-Order und sowas. Nur dann gibt es ja oft eine Beschreibung zu dem Spiel dazu. Und anscheinend haben die Beschreibung reingepackt, die noch nicht offiziell veröffentlicht wurde von Nintendo selber. Und in dieser Beschreibung steht, dass man Link und Zelda spielt. Ich finde es jetzt nicht so eine Überraschung. Viele haben das so getan, als ob es eine krasse Überraschung ist. Mir war klar, dass wir Zelda und Link spielen werden. Die Frage ist nur, wird es 50-50 sein? Wird es nur so ein bisschen Zelda sein? Weil im Moment hat man ja verkauft gekriegt, dass die ganze Zeit Zelda ist. Aber ich glaube auch, dass du halt so in diesen zwei Welten bist. Link ist in dieser Zerrwelt quasi, Zelda ist oben noch und dann machst du halt unten was mit Link und oben was mit Zelda, was Rätsel sind, die aufeinander aufbauen, um dann was zu machen in der Welt, in der anderen Welt und dann befreist du so Link, indem du da was änderst, aber Link gleichzeitig auch unten sich durchkämpft und sowas. Es ist vollkommen klar, dass du eigentlich beide spielen wirst. Es wird kein reines Zelda-Spiel. Das war kein rosanes Weilord, das war ein bisschen zu klein dafür. Und wo das Zelda spielt, ich meine, im Moment sieht es ja so dank der Grafik aus wie Link's Awakening. Es sieht ein bisschen wie A Link to the Past aus. Deswegen, es könnte reinpassen, auch wegen, weil man auch Ganon besiegt oder Ganon gegen Ganon kämpft, der wirklich aussieht wie dieses blaue Schwein. Deswegen sieht es eher aus wie eine alternative Timeline oder vor oder nach A Link to the Past. Wir haben ein Spirit von Universal. The D-Universal, Universal. Turtok, du bist der Turtok. Was sagst du dazu? Ich will auch eine Podcast machen. Habe mir seit Tagen nochmal die Podcast von Leo gegeben und ich weiß halt echt keine richtige Antwort auf die Frage. Was ist die Frage? Echt schwierig, ein Game zu finden, wo man sagen könnte, dass das Beste ist. Was redet ihr? Was ist das Thema? Du hast zum ersten Mal... Penny! Penny, wichtige Nachricht und ich habe sie nicht gelesen. Bist du noch da, Penny? Du hast zum ersten Mal Herr der Ringe geguckt. Auf einer Skala von großartig bis fabelhaft. Moment, hast du alle drei angeguckt? Weil der erste, ich finde der erste, Fellowship of the Ring, ist im Vergleich zu den anderen beiden der langweiligste. Weil es ist so, okay, komm mal in die Potte, ja, sie treffen sich, ja, können wir mal weitergehen. Wenn du nur den ersten angeschaut hast, dann freu dich auf die nächsten. Aber ich hoffe, du fandest sie großartig, denn Herr der Ringe ist Meilenstein der Filmwelt. Was ist eigentlich dein All-Time-Favorite-Game außer Gothic von damals? Das hast du mich gefragt. Was ist mein All-Time-Favorite-Game außer Gothic von damals? Majora's Mask.
Ich meine das ernst, wenn ich das jedes Mal sage, dass Majora's Mask mein absolutes Lieblingsspiel ist. Es gibt und gibt und gibt. Ich meine, wenn ich da alle Achievements drin machen will, dann habe ich ein Achievement vor mir. Da werde ich so viel über das Spiel lernen, was ich noch nie alles wusste. Weil du kannst das komplette Spiel durchspielen an 3 Tagen. Also ohne jemals die Zeit zurückzuspulen. Und anscheinend ist es sackenschwer, wenn man jetzt keinen, außer man ist Speedrunner und benutzt die krassesten Glitches. Aber es geht anscheinend auch ohne Glitches und ohne Speedrunner-Fähigkeiten. Man muss einfach nur alles perfekt spielen und zeitlich sowas von schnell sein. Cleopatra ist echt toll. Ja. Und wenn ich das irgendwann schaffe, irgendwann angehe, dann werde ich wirklich alles in diesem Spiel erlebt haben, weil es soll unfassbar schwer sein, das Spiel an 3 Tagen durchzuspielen. Ohne jemals die Zeit zurückzuspulen. Die Antwort ist mir zu basic. Okay, weil also Majora's Mask zählt halt wirklich dazu, weil es war damals ein Spiel. Ich erinnere mich noch dran. Es gab Ocarina of Time. Ocarina of Time war cool und auf einmal kam Majora's Mask. Und dann bin ich irgendwie mit einem Kumpel zum Mediamarkt gefahren und habe diese grüne Verpackung gekauft mit diesem goldenen Spiel innen drin. Und dann bin ich nach Hause und habe das gespielt und bin verzweifelt, weil es unfassbar schwer war. Weil allein der erste, die Tutorial 3 Tage sind nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dann musste man sogar ein Expansion Pack haben, ich weiß, dass man es haben muss, aber ich glaube, ich hatte keins. Man musste, glaube ich, am nächsten Tag nochmal los. Oder ich hatte schon Donkey Kong 64 und hatte das Expansion Pack dadurch. Ich weiß es nicht mehr. Aber allein dann über Wochen hinweg dieses Spiel zu spielen und herauszufinden, wie es funktioniert, und es ist so sackenschwer, ist einfach nostalgisch bei mir im Kopf so verankert, dass es... Aber so ist es auch Gothic. Aber Gothic ist zwar ein Meilenstein und das Remake sieht so kacke aus, der neue Trailer, es tut mir leid. Das Remake von Gothic sieht so... Es wird... Also... Ich glaube, es muss viel passieren, dass das gut wird. Es kann gut werden, aber bisher sieht alles nach Debakel aus. Aber ich glaube, es ist auch unmöglich, Gothic 1 zu remaken, sodass man glücklich ist. Ich glaube, es ist unmöglich. Weil inzwischen sind Ansprüche ganz anders und die Erwartungshaltung ist immens bei dem Spiel. Ich glaube, das sollte man nie remaken. Remastern wäre schön. Einfach das Spiel nehmen und perfekt aussehen lassen. Aber remaken? Ich glaube, das wird nichts. Aber ja, Gothic 2 ist für mich auch die Nächte, die ich an dem PC von meinem Vater saß und buchstäblich 5 Minuten warten musste, bis das Spiel lädt. Dieser Ork, der da steht, nee, der Hero steht auf dem Ork drauf, den er besiegt hat, so mit einem fetten Zweihänder. Und dann dieser Ladebalken da drüber, der heute natürlich in einer Sekunde durchrast, aber damals einfach 5 Minuten gedauert hat, bis er sich gefüllt hat. Das war insane, wie lange das gedauert hat. Ich meine, es gibt so diese Auswahl an Spielen, mit der ich meine Kindheit verknüpfe. Das ist Gothic 2. Ich habe zuerst Gothic 2 gespielt. Gothic 2, Majora's Mask, Banjo-Kazooie. Final Fantasy 8. Vielleicht noch sowas wie Rollercoaster Tycoon. Und Black and White. Und all die Spiele, die ich genannt habe, sind großartige Spiele. Wenn ich jetzt objektiv sage, was das beste Spiel ist, vor allem was Story und Gameplay anbelangt, weil natürlich kann man nur in einem Genre sagen, was das beste Spiel von einem Genre ist. Du kannst Spiele außerhalb von Genre nicht vergleichen, wirklich. Dann ist Last of Us 2, und das habe ich auch schon oft gesagt, Last of Us 2 ist ein perfektes Spiel, vor allem, weil sich so viele darüber aufgeregt haben. So viele haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, dass das Spiel kacke ist. Die haben es einfach nicht verstanden, dieses Spiel. Anno 1602 habe ich auch. Ja.
Anno 1602 habe ich auch ohne Ende gespielt, aber nur im Unendlich-Modus. Ich habe die Kampagne nie geschafft. Sobald es darum ging zu handeln, habe ich nichts mehr gecheckt als Kind und habe aufgegeben. Ich habe immer nur quasi frei mir eine Insel geholt und auf der gebaut ohne Ende. Ich habe nie die Kampagne verstanden, wie man handelt und wie man Schiffe baut. Hä? Hallo EvoX. Evo 9? Nee, Evo... Das ist keine römische Zahl. Evo. Habe einen zweiten Account in Pokémon Schwert angefangen. Meine Frage ist, kann man mit dem zweiten Account mit Home verbinden? Ja. Der mit dem ersten Account verknüpft ist, weil ich dort alle Pokémon habe? Ja. Bist du noch da? Soll ich es dir zeigen? Ich habe Videos darüber gemacht. Du kannst dir meine Home-Playlist anschauen. Bist noch da? Okay, lass mich kurz ein Wailord anschauen und dann zeige ich es dir. Schwer zu erklären, weil man das gerne übersieht, wo man das ändern kann. Aber ich mache das jeden Tag. Ich mache das regelmäßig. Ich weiß nicht, wie viele Accounts man haben kann auf der Switch. Aber dadurch kannst du halt... Lass es 20 sein. Du kannst halt 20 Spielstände haben und einfach hin und her tauschen zwischen den Spielständen. Das ist auch durch mich rausgefunden. Ey, wie lange ich gebraucht habe, um das rauszufinden. Beziehungsweise, ich dachte immer, das geht nicht. Und dann irgendwann war ich so verzweifelt, weil ich das unbedingt brauchte, dass ich wirklich gegoogelt habe. Und dann hat wieder mal irgendein Reddit-Post hat mir die Antwort gegeben. Und deswegen habe ich es ja in jedes Home-Video, was ich gemacht habe, wo ich erklärt habe, hey, ein Home-Update ist draußen. Hey, so verknüpft man, shiny breedet man am besten durch Home und sowas. Bei jedem Video habe ich gesagt, und übrigens, bitte vergesst nicht, ihr könnt hier den Account ändern. Weil das so eine Sache ist, auf die man nicht kommt, weil es nicht ersichtlich ist am Layout. Ich sag bei Last of Us 2 immer, es ist ein Game über blinde Rache, und wenn du auch nur blinde Rache willst für diesen einen Moment, wird das Game dir zeigen, dass du dich selber eingeschränkst. Das Game, was in dir auslöst, was auch Ellie durchmacht. Bestimmt keine Intention dahinter, aber passt. Da kommen wir halt nicht drauf, ne? Man denkt sich, okay, ich bin jetzt im Leo's Mind Account drin, weil ich habe Home mit Leo's Mind gestartet. Aber du kannst da draufklicken. Du kannst da draufklicken und kannst einfach den Account ändern, aber das Home ist das Gleiche. Das Home ist das Gleiche, aber es ändert sich halt der Spielstand von den Spielen. Home ist nicht das Gleiche, wenn du hier am Anfang das Spiel mit einem anderen Account startest. Wenn ich jetzt hier mit dem anderen Account starte, dann ist das Home von dem Account. Aber ich kann halt das Spiel mit meinem Account starten, das ist dann das Home, und kann halt jeden Spielstand auswählen, den ich auf der Switch habe. Aber das sieht man da oben nicht so leicht. Ich kann ein paar Punkte verstehen bei Last of Us 2, dass sie einem nicht gefallen. Wo ich auch nicht verstehe, warum sie das so gemacht haben. Ohne zu spoilern, versuche ich es zu sagen. Aber es gibt halt eine Stelle, wo man... Also man weiß, dass man zwei verschiedene Charaktere spielt in dem Spielverlauf. Und es gibt halt eine Stelle im Spielverlauf, wo sich die Charaktere treffen. Aber du kannst dann nicht entscheiden, was passiert. Quasi, obwohl du das Leben von beiden kontrollierst, weil du beide spielen kannst, kannst du nicht entscheiden, was passiert in dem Moment, wo sie sich treffen. Und das war so ein komischer Moment. Es ist jetzt kein Entscheidungsspiel, es ist jetzt kein Beyond Two Souls, Detroit Human, Heavy Rain Entscheidungsspiel. Aber es ist schon ein komischer Moment, dass du quasi... Also ich weiß auch die Intention dahinter. Weil du wirst gezwungen, vom Spiel Sachen zu machen, die du selber nicht machen würdest. Du spielst halt den Charakter, wie die wollen, dass die Story passiert. Und deswegen musst du dann den Charakter steuern und Aktionen machen, die du nicht selber machen wollen würdest. Aber du musst sie machen, weil der Charakter sie macht. Deswegen fühlt es sich aber extra komisch an, wenn sich die Charaktere treffen, weil du könntest jetzt einfach sagen, nein, ich mach's nicht.
aber sie lassen dir nicht diese Option. Soll ich sagen, aber du musst es jetzt machen. Aber warum sollte ich? Ich kann beide Charaktere kontrollieren. Ich könnte jetzt entscheiden, dass ich das mache oder das mache. Also es wäre um einiges krasser gewesen, wenn sie quasi eine Abzweigung gemacht hätten, wenn sie gesagt hätten, okay, in dem Moment entscheidest du ja oder nein. Und dann gibt es zwei Versionen, wie das Spiel weitergeht. Das haben sie aber nicht gemacht. Sondern sie zwingen dich dazu, das auszuführen, was sie vorgesehen haben. Ja, oder Until Dawn oder The Quarry oder Man of Medan. All diese Entscheidungsspiele. Allerdings nicht The Walking Dead Telltale Games, die haben nur Entscheidungen vorgegaukelt. Telltale Games haben keine wirkliche Entscheidung. Es sind coole Spiele und ich mag vor allem Borderlands, Telltale und Wolf Among Us. Großartige Spiele. Geile Stories. Aber da werden Entscheidungen vorgegaukelt. Und ich habe das selber getestet und es hat mich so gestresst. Da gibt es einen Moment, wo ein Charakter stirbt und dann habe ich extra das Spiel von vorne angefangen. Sofort in dem Moment, weil mir das nicht gefallen hat. Und habe die andere Aktion gemacht, trotzdem gestorben. Andere Aktion gemacht, trotzdem gestorben. So, dir wird Entscheidung vorgegaukelt und passiert tut das Gleiche, nur mit anderen Dialogen. Telltale hat es nicht gut gemacht mit den Entscheidungen. Trotzdem coole Stories, die erzählt werden. Life is Strange hat es auch gut gemacht, ja. Du warst beim ersten Mal überrascht, wer der Killer war? Ich auch. Aber dann ist es offensichtlich. Sobald du es weißt, denkst du dir, oh Gott, ja. Und es, wenn du es dann, und ich hab Heavy Rain ja auf Platin auch gespielt, also ich habe jedes von den irgendwie 46 Enden gesehen. Und ich weiß noch, es gab ein Interview mit dem Macher. Gott, wie heißt der nochmal? Der ist ja berühmt. Egal, hallo Rosalina. Der Macher hat gesagt, er empfiehlt nicht, das Spiel auf Platin zu machen, weil du halt dann die Handlung von der Story so auseinander nimmst, dass du den Weg, den du gewählt hast, nicht mehr genießen kannst. Und das stimmt auch, weil du nimmst die Story so komplett auseinander, weil du jede mögliche Entscheidung nimmst, die geht, und dann alles siehst, was du sehen kannst. Aber dadurch, da ich das so oft durchspielen musste, um alles zu sehen, es ist so offensichtlich, wer der Killer ist, wenn man es weiß natürlich. Aber ich war auch komplett überrascht. Da gibt es diesen einen Moment mit Regen und sowas, mit den Kindern, und dann bist du so, es ist so logisch. Heavy Rain ist mein Lieblings von denen. David Cage, genau. Fahrenheit ist so gut. Fahrenheit habe ich erst viel später danach gespielt. Ich meine, Heavy Rain ist um einiges besser als Fahrenheit. Aber Fahrenheit ist einfach eine geile Geschichte. Von der Anfang, ey. Der Anfang in dem Bar, im Badezimmer, also in dem Klo und sowas, ist so gut. Ja, ich wollte es gerade sagen. Es wird dann, Fahrenheit wird dann sehr wirr. Weil es dann in so eine Richtung geht, wo ich immer sage, okay, na gut. Wir gehen also den Weg. Aber Heavy Rain bleibt halt ein Krimi. Und das ist das Coole an Heavy Rain. Es ist einfach ein geiler Krimi. Ich habe aktuell Beyond Two Souls von denen noch hier. Beyond Two Souls finde ich ist das Schlechteste von allen. Immer noch saugut. Aber ich mag halt einfach, wir haben ja auch schon so oft drüber geredet hier, aber egal. Ich hab ja sogar mal einen Vortrag in der Arbeit gehalten. Es gab so ein Montagsmeeting bei uns in der Arbeit früher. Und da wurde jemand aus dem Topf gezogen und dann hattest du halt eine Woche oder einen Monat Zeit, einfach über ein Thema reden, über das du Bock hast. Und ich habe dann über Heavy Rain, Until Dawn und sowas geredet, aber im Sinne von Spiele, die kein Game Over haben. Und das finde ich faszinierend, weil jedes Spiel hat irgendeine Art von Game Over. Heavy Rain und Detroit Human haben kein Game Over. Fahrenheit hat Game Over und Beyond Two Souls hat Game Over. Und deswegen, und Beyond Two Souls hat extrem Game Over. Also da ist wirklich so, wenn du irgendwas machst, was das Spiel nicht will, dann ist einfach so, nein, kannst du nicht tun. Und das war halt immer, Quantic Dreams war für mich immer so,
ich kann alles machen. Ich muss halt damit meiner Entscheidung leben, aber ich kann alles machen. Ich kann einen Charakter umbringen und dann spiele ich halt ohne den Charakter weiter, aber es geht. Und in Beyond Two Souls geht's halt nicht. Und das finde ich halt schade. Es ist trotzdem cool und es hat verschiedene Enden, so ein paar verschiedene Enden, aber es ist lang nicht so komplex wie Heavy Rain oder Detroit. Minecraft hat kein Game Over. Hä? Wenn du stirbst, ist Game Over. Ja, es ist schon, da steht dann Game Over. Es steht da nicht Game Over, dann steht halt da, du bist tot. Natürlich bist du wieder da dann, aber du warst kurz Game Over. Ich meine, jedes Spiel hat so heutzutage ein Checkpoint-System. Außer die krassesten irgendwie Roguelikes. Aber wenn du sterben kannst, du hast ein Game Over. Ich meine halt, du hast ein Game Over und dann fängst du einfach wieder von vorne an. Oder fängst halt bei dem Checkpoint an. Bei Heavy Rain, wenn Charakter Game Over geht, dann spielst du ohne den Charakter weiter. Und wenn alle Charaktere tot sind, ist das Spiel vorbei. Da ist kein von wegen Checkpoint, hey, lass mal das nochmal probieren. Nein. Wenn du was falsch machst, wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann ist der Charakter weg. Tot. Oder... Du respawnst immer wieder. Ja, Game Over. Sag mir ein Spiel, wo du nicht immer wieder respawnst. Außer krasse Roguelikes, wo das Prinzip ist, dass du immer wieder von vorne anfängst. Aber selbst bei denen respawnst du, nur verliest halt sau viel Equipment. Mein Punkt ist ja, bei Heavy Rain und bei Detroit Become Human respawnst du nicht. Der Charakter ist weg für immer. Ich fand diese Teens-Party-Szene in Beyond Two Souls so dermaßen unangenehm. Ich meine, die sollte unangenehm sein. Du wusstest halt so krass, was passiert. Und du bist halt da drin, wie du einfach das Mobbing ertragen musst. Hallo, Emirano. Ja, Quantic Dreams macht das Star-Wars-Spiel und das sieht so abnormal geil aus und kommt wahrscheinlich in 2030 raus. Du hast Shiny Stolunio gefunden. Wie krass. Ich habe lange diesen Star Wars Trailer nicht mehr angeschaut. Ich will den anschauen. Eclipse. Star Wars Eclipse heißt es. Es sieht so abnormal geil aus. Das ist komplett Grafik, ne? Ich dachte, das wäre ein Filmtrailer für Star Wars oder eine Serie oder sowas. Jetzt vielleicht nicht mehr. Aber es gibt Szenen wie die hier zum Beispiel. Der Typ, der vor der Trommel steht, kannst du mir nicht erzählen, dass das gefilmt, Mann. Kannst du mir da nicht erzählen, dass das Ingame-Grafik ist? Weil es ist alles Ingame. Also ich weiß nicht, ob es Ingame-Grafik ist, aber Quantic Dreams ist halt bekannt dafür, dass die Grafik ist halt Ingame-Grafik, weil es ein Story-Click-Point-Click-Adventure ist und nichts mit groß rumlaufen. Du triffst nur Entscheidungen. Es sieht so gut aus. Ab jetzt ist es natürlich offensichtlich. Diese Trommler sehen einfach 1:1 wie echt aus. Also. Und da steht der kleine Yoda. Ich kann eigentlich nicht glauben, dass das Spiel so gut aussehen wird. Das wird, also entweder es kommt wirklich 2030 raus und dann sieht es so gut aus. Auf PlayStation 7 oder so. Aber das ist natürlich alles pre-rendered mit 1000 PCs, dass das überhaupt laufen kann. Aber Quantic Dream hat immer krasse Qualität abgeliefert. Detroit Become Human sieht krank gut aus. Aber nicht so krank gut. Ich meine, das sieht wirklich, bis auf diese Charaktere, die man kurz gesehen hat, das sieht wirklich aus wie ein Star Wars Film. Das ist einfach ein Spiel. Voldemort.
Aber der Trailer ist, glaube ich, auch schon 3 Jahre alt. Zwei Jahre. Quantic Dream. Wow. Vertrau, so wird Pokémon Gen 100 aussehen. Ja. Yep, yep, yep. So, ich bin über 211. Wo ist mein Controller? Hier. Solange es nicht so wie bei WoW ist. Eben. Also, sowas könnte man jetzt denken, wenn es Blizzard ist. Dann wäre sicher, das ist einfach Cinematics. Aber es ist halt Quantic Dream. Und bei Quantic Dream gibt es keine Cinematics. Das war safe jetzt ein Cinematic. Aber ich bin mir auch sicher, dass es diese Szenen im Spiel gibt. Das ist nicht einfach nur ein schönes Video, was uns geil machen soll, sondern das ist, so wird das Spiel sein. Zumindest war es immer so bei Quantic Dream. Das ist deren Ding. Krasse Grafik, krass realistisch und du drückst ein paar Knöpfe, um die Story zu entscheiden. Ein spielbarer Film. Deswegen können sie ja die Grafik so krass gut machen, weil du wirklich entscheidest, wo der Spieler sich bewegt, wo die Kamera hinzeigt und alles. Gut aussehen ist ja nicht alles. Nö. Aber es ist trotzdem beeindruckend. Ich meine, guck, was wir spielen. Hallo, Murmel. Death Stranding 2 wird auch interessant. Ich bin noch nicht so überzeugt von dem Typen, der alles in Stop-Motion, der sich in Stop-Motion bewegt. Diese kleine Puppe, die sieht irgendwie lächerlich aus. Aber irgendwie wird es wieder reinpassen und irgendwie wird wieder jeder diesen Hideo Kojima einfach noch mehr ein Gott-Komplex geben. Hallo, Giveax. Lohnt sich der Walking Simulator? Von was? Death Stranding? Achso, Death Stranding. Weil es gibt wirklich Walking Simulator, ne? Das ist ja ein eigenes Genre und es gibt gute Walking Simulator. Der beste Walking Simulator, den ich gespielt habe, war Everyone's Gone to the Rapture? Ja, so. Everybody's Gone to the Rapture. So ein gutes Spiel. Und das ist wirklich Genre Walking Simulator. Aber es ist so eine gute Story, die erzählt wird. Und ja, Death Stranding ist die ersten 20 Stunden ein Walking Simulator. Das ist das große Manko an Death Stranding. They let him cook for too long. Er hat zu lange geguckt am Anfang. 20 Stunden musst du ungefähr spielen, bis die Story anfängt. Aber dann kriegst du so eine typische Metal Gear Solid geile Story mit abgefahrenen Kämpfen und Bossen und so geil, wie sich die Welt verknüpft. Aber du wirst halt echt gezwungen, 20 Stunden lang quasi ein Tutorial zu machen, wie man sich in dieser Welt bewegt und wo man lang geht und wie was funktioniert. Und es sind wirklich 20 Stunden. Wenn du die Death Stranding mit DRL-Simulator verglichen haben, haben nur die ersten Stunden gespielt. Ich war nach 70 Stunden erst in der Mitte vom Game. Ja. Ich habe kein Problem damit gehabt, weil ich fand das Gameplay geil. Also ich habe damit kein Problem, dass es so krass Walking Simulator am Anfang ist. Weil mir hat Spaß gemacht. Es war wirklich eine Herausforderung, diese Welt zu erkunden, weil es ist nicht leicht. Usum Tutorial ist ein Witz dagegen, ja. Aber dann, wenn du halt Metal Gear Solid kennst und du weißt, was Hideo Kojima kann, Storytelling-mäßig und weltenmäßig, Welten entwickeln, bauen mäßig, dann war klar, dass da noch irgendwas kommt. Und es ist wirklich so, 15, 20 Stunden spielst du
machst da eine Basis, läufst dahin, Basis, und dann geht die Story ab und es hört nicht mehr auf mit Story, es ist bam, bam, bam und es ist so gut erzählt und so geil und dir kommen die Tränen an manchen Stellen, weil es so emotional erzählt ist mit Bibi. Ah, oh, Bibi, Baby, Bibi, nicht BB-8. Wie hieß der nochmal? Einfach Bibi, oder? Bibi, Baby. So, Death Stranding ist wirklich großartig, aber es ist verständlich, dass viele dem Spiel nicht so lange eine Chance gegeben haben, weil es ist schon hart, so ein langes Tutorial reinzubauen. Es ist nicht wirklich ein Tutorial, aber die Story geht halt einfach nicht los. BB-8 ist was anderes. Ich habe deine Videos gesehen, wie man seine Gen 3 Spielstände speichern kann. Geht das auch für Gen 4 und 5? Was? Wo habe ich ein Video gemacht, wie man seine Gen 3 Spielstände speichern kann? Emirano, was für ein Video hast du angeguckt? Ich erinnere mich nicht, so ein Video gemacht zu haben. Ach, du meinst den GB Operator. Das hast du aus diesem GB Operator Video rausgenommen, dass man Spielstände speichern kann? Okay. Nein, ein DS Operator gibt es noch nicht. Wird es vielleicht irgendwann geben, aber sicher nicht vor 5 Jahren, schätze ich. Wenn du einen DS Operator willst, dann musst du deinen DS ganz einfach modden. Ist nicht schwer. Jeder kann seinen DS modden. Dauert eine halbe Stunde, wenn du es das erste Mal machst. Ist wirklich nicht schwer. Einfach einem Tutorial folgen. Und dann hast du deinen DS gemoddet und dann kannst du die Spielstände einfach runterziehen, speichern, backuppen, alles machen, was du willst. BB28? BB28? Ah ja, aber trotzdem Bibi, ne? Bibi. Ich glaube, das neue Death Stranding wird eben nicht so sein, dass du erstmal 20 Stunden keine tiefe Story kriegst. Klar hattest du Story die ersten 20 Stunden, aber es war wirklich nur, die Story war, hey, geh bitte dahin und mach diese Verbindung. Hey, und jetzt geh bitte dahin, mach diese Verbindung. Und dann das erste Mal war, glaube ich, wirklich, wo du die Zwillinge kennenlernst, dass so richtig die Story auf einmal anfängt. Und das hat ewig gedauert. Oder wo du deine, oder wo du halt deine Mutter dann wegbringst. Da ging es dann richtig los. Ich weiß es nicht mehr. Also, Mauro Dieven, es ist wirklich nicht nur, es... Death Stranding ist... Am Anfang wirst du halt wirklich gezwungen, diese Wege zu gehen. Und dann ist halt echt so, okay, geh dahin. Und dann ist es halt, ja, zu Fuß, weil du hast noch keine Materialien. Und dann gehst du halt zu Fuß, buchstäblich, zwar eine halbe Stunde, und dann schaffst du es nicht, lässt alles fallen, musst nochmal von vorne anfangen und so weiter. Und es ist wirklich hart. Und es ist halt dann wirklich Atmosphäre, Musik, nicht große Gegner oder sowas, sondern du läufst einfach... Und deine Herausforderung ist es, dahin zu kommen, ohne Sachen zu beschädigen. Über das Terrain zu kommen. Aber wenn du eben ein bisschen weiterspielst, kommt wirklich Story, wo Bosse kommen. Und wenn ich Bosse sage, dann sind das wirklich 30 Meter hohe Bosse, die du dann besiegst. Weil du hast Waffen, du hast Granatwerfer, Raketenwerfer und richtige MGs und sowas und du kämpfst wirklich auf krasseste Action-Ebene mit geiler Musik im Hintergrund gegen 30 Meter hohe God of War-Bosse. Und das nicht wenig. Und du kannst auch die ganze Zeit gegen Gegner kämpfen. Es gibt überall Camps, die du ausrauben kannst. Dann gibt es wirklich Schießerei ohne Ende. Du kannst es Stealth machen, du kannst aber auch voll reinlaufen. Es gibt krasse Möglichkeiten, richtig geil zu kämpfen. Ich erinnere mich noch, was du da alles für Waffen dann hast.
Netze, mit denen du die Gegner fangen kannst und so schocken kannst, dann liegen die auf dem Boden, aber dann wachen sie nach einer Zeit wieder auf und sowas. Das ist richtig taktisch und richtig, wenn du willst, voller Action. Weil dann hast du nämlich so viel Zeug, so viel Story, so viel Quests gemacht, dass du nicht mehr laufen musst, sondern dich einfach teleportierst zwischen den ganzen Punkten, die du freigeschalten hast durch das ganze Laufen. Und dann hast du auch ein Motorrad oder riesige Wägen, mit denen du fahren kannst. Und du hast Straßen gebaut. Das Spiel, umso weiter du kommst, baut automatisch Straßen. Weil das Prinzip vom Spiel ist, dass du Amerika neu vernetzt. Und umso mehr du vernetzt, desto mehr wird auch online, weil das Spiel immer im Hintergrund online läuft und andere, quasi du siehst Straßen, die andere bauen in ihren Spielen und die kannst du dann benutzen, um einfach nicht mehr über steiniges Terrain zu fahren, sondern das ist auf eine fette Autobahn, mit der du dann mit deinem Motorrad einfach mit 200 drüber jagst. Und zwischendrin ändert die Musik und alles wird schwarz und dann kommen die Gegner aus dem Boden raus und dann kannst du entweder weglaufen oder die Gegner besiegen. Es ist so geil. Es ist so geil. Aber es ist halt wirklich, die ersten 20 Stunden sind super slow. Und das ist das große Manko an dem Spiel, weswegen ich verstehe, dass viele nicht erst zu dem Punkt hingekommen sind. Und ich hoffe, der zweite Teil wird geiler. Aber es sieht so aus. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, warum man nochmal... da groß... viel erklären muss am Anfang. Gute Nacht, Prani. Ich habe jetzt Bock, diese eine Szene anzuschauen von Death Stranding, wo sie das erste Mal... Ist das das? Wo... Ist es nicht der Anfang sogar, wo diese Kreaturen aus dem Boden kommen? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt finde. Launch-Trailer? Nee, das war doch einfach eine Cutscene. Hey, Baby! Baby. Gott, und stimmt! Zwischendurch spielst du ja einfach in einem fetten Weltkriegsszenario mit hier. Das ist so krass, stimmt. Du bist einfach 3 Stunden in so einem Weltkriegsszenario drin. Ja, dieses Lied wird mir jetzt gecopyright-striked. Einfach Woodkit im Hintergrund. Ja, das sind alles Gegner, die du tatsächlich da, 30 Meter hoher Gegner, Panzer, ein riesiger Wal, der im Wasser, Flugzeug, das auf dich runterfällt, riesiges Viech, das du bekämpfst einfach im Teerwasser. Das sind alles buchstäblich Kämpfe, die du machst. Das ist nicht einfach nur eine schöne Cutscene oder sowas. Das ist alles In-Game-Gameplay, was du spielst. Aber du musst halt an 15, 20 Stunden langweiligem Rumlaufen, nicht unbedingt langweiliges Rumlaufen, aber... Ja, die ist richtig krass kämpfen sogar und richtig taktisch, wenn du Bock hast. Ich kann jedem empfehlen, quält euch durch die ersten 10, 15 Stunden und dann werdet ihr so ein geiles Spiel haben. Hallo Erchus mit Mats Mikkelsen. Ja, ich fand ihn eigentlich den besten Charakter von allen. Der emotionalste. So gut. So gut. Aber ihr macht, was ihr wollt. Spielt doch, was ihr wollt. Spielt doch Pokémon. Hab das Spiel irgendwann auf YouTube angeschaut. Oder so. Ich finde, also die Story ist das Beste am Spiel, weil die geht ab. Die ist unfassbar, was alles passiert, emotional. Oh, so gut. Aber das Gameplay ist auch geil. Und ich mochte auch schon Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 hat, finde ich, eins der perfektesten Gameplays, die es gibt.
Du kannst alles tun. Das Spiel ist dafür gemacht, alles zu tun. Und auch in Death Stranding kannst du alles tun. Du hast eine riesige Welt, du hast überall Gegner. Wenn du Bock hast, besiegst du sie. Wenn nicht, läufst du weg oder taktisch oder versteckst dich. Du hast all das Arsenal, was du nur willst und kannst es einsetzen, wie du Bock hast. Ich wünschte, ich hätte Zeit für andere Games, aber ich muss Shiny handeln. Same! Ich doch auch. Können wir nicht irgendwie das so machen, dass wir uns in so... Wie hieß dieser Film? Insurgents? Mit Bruce Willis? Wo quasi eine Version einfach chillt und die andere Version arbeitet für ihn? Kann ich nicht eine Version haben, wo ich Shiny hunte und die andere Version spielt ein Spiel und immer wenn ich Bock habe, fusioniere ich die beiden Erinnerungen zusammen? Sodass ich als eine Person alles erlebt habe? In Wirklichkeit. Oder wir verdoppeln einfach die Tage. Wir sagen einfach, dass ein Tag 48 Stunden geht. Und ich hätte Zeit und tue mir noch mehr Shiny Hunts an. Du hast doch so Final Fantasy VII angeschnuppert. Warum ballerst du jetzt nicht alle geilen Final Fantasies durch? Wenn du einfach so den Geschmack von einem geilen Final Fantasy jetzt so auf der Zunge hast. Aber ich würde... Final Fantasy ist geil. Wegen dem... warum ist Final Fantasy geil? Wegen der Musik. Eigentlich ist Final Fantasy aus den gleichen Gründen geil wie jetzt zum Beispiel Death Stranding oder Metal Gear Solid. Wegen dem Gameplay, der Musik und wegen der Story. Aber es ist auf zwei so komplett unterschiedlichen Ebenen. Du kannst diese Spiele nicht miteinander vergleichen, aber es ist irgendwie das, was die Spiele ausmacht. So gut. Ja, Troy Baker mit der Elektro-Gitarre in Teil 2. Ich fand's so geil in der Last of Us-Serie. Ich habe die ganze Zeit so wie Leonardo DiCaprio saß ich vor dem Fernseher und hab so op gemacht. Und auch als Troy Baker kam in der Last of Us-Serie war ich so op. Und ich immer zu Rosa, du musst verstehen. Das ist der Synchronsprecher von Joel. Und den haben sie in die Serie gepackt als Schauspieler. Nur ist er da ein Böser in dieser Kajüte, in dieser Kabine da, in dieser Sekte da. Und sie so, okay. Null interessiert daran, natürlich, weil sie es überhaupt nicht checkt. Ich wünschte, ich hätte es mit jemandem angeschaut, der auch Last of Us nicht auswendig kennt, aber gut kennt und dann aus. Troy Baker, wusstest du, dass der Charakter von dem und dem tatsächlich nicht so gestorben ist, sondern im Spiel tatsächlich so gestorben ist? Wusstest du, dass die Giraffen tatsächlich auch im Spiel waren? Echt? Ich spiele bald Usum, da habe ich beides. Ja, stimmt. Tolles Gameplay, tolle Story und vor allem die Musik, oh mein Gott. Ashley Johnson ist auch in der Serie und Marlene war auch im Game. Marlene? Wer ist Ashley Johnson? Ashley Johnson kenne ich jetzt aus nicht Harmonia. Euphoria. Ashley ist Ellie in dem Game? Ashley Johnson ist auch in der Serie. Achso, ja, die Mutter. Ja, da habe ich auch gesagt. Das ist Ellie. Ja, doch klar. Das fand ich aber richtig geil, dass sie ihre Mutter gemacht haben. Bei Troy Baker war es so ein bisschen random. Aber sie war wegen ihrer Mutter, sodass es Sinn macht. Weil sie konnte natürlich nicht Ellie spielen. Du nach null Live-Premiere? Yannick, was kommst hier rein und verbreitest Lügen? ich habe früher zwischen 11 und 5 Uhr morgens gestreamt. Das ist doch alles hier nur Standard für mich. Anscheinend doch kein Majora's Mask heute.
Die Marlene. Also habe ich nicht erkannt, dass sie die gleiche Sprecherin ist. Aber die ist ja auch. Die ist auf jeden Fall eine Schauspielerin, die ich schon oft gesehen habe. Gewöhne dir das bitte wieder an, dass mein Schlafrhythmus. Ja, nur habe ich dann keinen Schlafrhythmus. Beziehungsweise ich habe kein Leben mit meiner Partnerin, sondern dann sehe ich. Das war nämlich früher wirklich so. Da kam sie nach Hause. Dann habe ich gestreamt. Dann hat sie gekocht, während ich gestreamt habe. Dann bin ich kurz 15 Minuten lang zu ihr gegangen und habe das Essen gegessen, was sie gekocht hat. Und dann habe ich wieder gestreamt bis 3 Uhr morgens. Das war kein schönes Leben. Aber ich habe heute einige Spiele runtergeladen und einen gefrusteten Mod. Hä, du mochtest es doch. Du mochtest doch, dass ich nachts streame. Jetzt wahrscheinlich nur. Jetzt würdest du es hassen, weil du jetzt tatsächlich im Leben stehst mit einem Job. Gute Nacht, Maurediven. Hallo, Fast Guy. Ich habe die Bilder gesehen zu Last of Us 2 und ich bin geschockt, dass sie jetzt schon, weil die Bilder waren offensichtlich so, dass es wirklich Teil 2 ist und nichts irgendwo dazwischen. Und ich, haben wir da schon drüber geredet? Ich habe es hier schon mal gesagt. Aber ich finde, Ellie, die Schauspielerin, sieht noch zu jung aus, um Ellie in Teil 2 zu spielen. Und ich dachte mir, okay, sie werden sie krass älter, entweder warten sie noch länger oder sie werden sie krass alt schminken. Und die Bilder, die ich gesehen habe, ist die gleiche Ellie, nur laut Geschichte locker 5 Jahre später, richtig 20 Jahre alt oder sowas. Sorry. Ramsay sieht nicht alt genug aus. Vielleicht ist es nicht schlimm, aber ich finde, es macht schon mehr storytechnisch und gefühlstechnisch Sinn, wenn sie wirklich erwachsen ist und nicht mehr ein Kind. Das finde ich ein bisschen seltsam. Und als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir, okay, sie warten nicht und sie machen sie nicht älter. Sie sieht einfach genauso aus. Mal schauen, aber vielleicht war es ja auch ein Rückblick. Ich habe Spiele runtergeladen für, ich habe The Quarry runtergeladen. Das ist auch von den Machern von hier, Dings, Dark Picture Anthology, The Quarry. Das haben, als es rauskam, haben das viele Leute gestreamt damals. Als so ein Horrorspiel, wo du die Entscheidungen kontrollierst. Da hätte ich Bock, das an Halloween zu spielen, also Oktobernächte. Und ja. Ich habe noch andere Spiele runtergeladen, wie eben Final Fantasy VI, Untitled Goose Game, The Quarry, Ratchet & Clank war kostenlos auf PlayStation 5. Der PSP-Titel, den haben sie jetzt auf PS5 gemacht, kostenlos. Warum denn kostenlos? Natürlich habe ich mir den geholt. Ich liebe Ratchet & Clank. Nicht so sehr wie andere Sachen, aber Ratchet & Clank war immer lustig. Einfach ein PSP-Titel remastered und kostenlos auf die PS5 gepackt. Und dann noch Unbreathed, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Unbreathed? Unbreathage? Auch schon ein älteres Spiel, nicht so alt, keine Ahnung, 3 Jahre alt. 3 Jahre alt oder sowas. Das ist so ein... Nee, komplett kostenlos. Ich bin nicht mehr im PlayStation Plus, weil ich kaum noch spiele. Komplett kostenlos. Einfach Ratchet & Clank für die PSP. Das war irgend so ein Penis-Joke-Titel. Size Matters oder sowas. Hallo JJ, nix verpasst. Sly Cooper fandest du besser? Ich habe alle Sly Cooper gespielt, aber ich habe alle Sly Cooper gespielt, aber nicht alle Ratchet & Clanks. Ich habe, glaube ich, 4 Ratchet & Clanks gespielt. 1 Remake, dieses 4er-Ding, das neueste Rift-Ding und dann irgend noch eins auf der PS4, glaube ich.
PS Plus ist viel zu teuer geworden. War dann noch das letzte Spiel, Breath Edge oder sowas. Das soll halt super lustig sein. Habe ich schon ewig auf der Wunschliste. Ich weiß gar nicht, was es für ein Genre ist. Es ist halt so ein... Du bist irgendwie im All. Das ist einfach eine saulustige Geschichte. Das ist, glaube ich, ein reines Story-Game. Aber jetzt schon, zum Beispiel Ratchet & Clank 3 habe ich gar nicht gespielt. Ich habe die Collection 1, 2, 3. Aber nach dem 1er nie weitergemacht. Ja, Sly Cooper war cool. Aber ich fand... Sly Cooper war eher kindisch und Ratchet & Clank war auch kindisch, aber finde ich... Weißt du, die Story außenrum von Sly Cooper ist so ein bisschen so Disney, lustig, süß. Aber ein Ratchet & Clank kann schon ein bisschen derber, ein bisschen härter sein. Es ist zwar auch sehr auf Kind für Kinder gemacht, Ratchet & Clank, aber ich fand Sly Cooper immer noch ein bisschen mehr. Das Gameplay von Sly Cooper ist cool. Ja, kostenlos gerade. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder gerade, da stand nichts von Rabatt oder sowas. Einfach kostenlos Ratchet & Clank PSP-Version, PS5 Remaster, kostenlos. Holt's euch, wenn ihr eine PS5 habt. In ein paar Tagen kommt der neue Alien-Film, der soll euch so gut sein, Romulus. Ich habe Bilder von der Premiere gesehen. Da hat jeder einen Facehugger gekriegt. So eine Maske und Popcorn-Buckets mit so Alien-Kopf zum Reinfassen. Und einfach im Publikum saßen Leute, denen dann tatsächlich aus der Brust was rausgebrochen ist, so Schauspieler. War voll krass anscheinend die Premiere. Mit dem Paraglider durch die Map gleiten. Die Ratchet & Clank-Teile dürften allesamt länger gehen, Vollpreis und nach 10 bis 15 Stunden durchgespielt und damit howdy. Hallo Devos. Ja, durchgespielt, aber ich fand Ratchet & Clank hatte immer einen sehr hohen Replay-Faktor, weil du halt 100% so geil machen konntest. Diese ganzen Bolts sammeln, die goldenen und dann Waffen freischalten und Geld sammeln für die krasseste Waffe, die dann immer so Halleluja schreit und die ganzen Waffen rausfliegen. Du kanntest halt Ratchet & Clank geil 100% und dann wurden aus 15 Stunden auf einmal 50 Stunden. Und dann war es auch schwer. Aber reine Spielzeit war bei Ratchet & Clank und bei all diesen Spielen immer nur so 15, 20 Stunden. Aber ich will auch nicht mehr als 15, 20 Stunden. Das reicht doch auch. Ich nehme als Beispiel immer wieder Okami. Okami ist ein wunderschönes Spiel, aber es ist zu lang. Und zwar doppelt zu lang. Nach 50% des Spiels war ich so, oh geil, jetzt habe ich dir das gebracht, jetzt ist es zu Ende. Nö, das war nur der Teil von dem ersten Teil und jetzt geht es nochmal genauso lang. Oh. Und dann ist es viel zu lang. Okami ist ein viel zu langes Spiel. Muss dich echt mal sagen, dass du eine super angenehme, ruhige Stimme bzw. Art hast. Dankeschön, Ghost Hole. Du hast mich an einem guten Abend erwischt. Dankeschön. Das letzte Ratchet & Clank war schon geil, aber auch kurz. Es war auch kurz, wie ich mich erinnere. Aber es war geil, wie du rumgesprungen bist und dann von dem einen Portal ins nächste Portal. Aber Crash auch. Crash zum Beispiel auch. Jeder Crash. Okay, nicht jedes Crash. Crash war auch geil. Bei Crash war nur das Problem, Crash 1 ist immer noch das beste Crash. Weil danach wurden die Crashs zu einfach. Crash 1 war so geil, weil es wirklich abnormal schwer war und du hast wirklich, einfach nur um das Spiel durchzuspielen, musstest du einfach krass gut werden in dem Spiel. Und dann kam Teil 2 und Teil 3 und es war einfach wie ein Ratchet & Clank. Du spielst es einfach durch. Und dann ist es sauschwer zu 100%. Aber zumindest, ne, Teil 1 war zumindest auch schwer, es so durchzuspielen. Und dann haben sie irgendwie klein beigegeben und gesagt, ja okay, machen wir es halt einfach, so dass es jeder spielen kann. Deswegen, ich glaube, zwischen Sly, Ratchet, Crash und was ist noch das andere, was so in der Ära ist? Wer ist er? Jack and Dexter.
Wo übrigens zwei von Naughty Dog sind. Crash und... Crash ist doch von Naughty Dog, oder? Vielleicht ist Crash 1 nur von Naughty Dog. Aber ja, von den vier würde ich sagen, Crash ist das ikonischste, das beste. Jack and Dexter, Sly Cooper, Crash, Bandicoot und Ratchet and Clank. Das sind die vier, gehören doch zusammen, oder? Das ist alles die gleiche Ära. Sly Cooper wird nicht mehr gemacht. Jack and Dexter wird nicht mehr gemacht. Crash wird hier und da gemacht. Und das vierte, Crash 4, war auch echt gut. Das neueste Ratchet & Clank für PS5 war auch gut. Ich meine, es sind alles kurze, knappe Spiele. Aber die sind einfach poliert so. Die sind einfach so poliert. Da kommt auch kein DLC oder irgendwas Komisches. Da kommt kein Day-One-Patch. Oder vielleicht schon, aber keiner, den man jetzt unbedingt braucht. Weißt du, die kommen raus. Die funktionieren. Und sie sind mehr als passabel. Einfach gute Spiele. Gute Plattformer- und Jump'n'Run-Spiele. Aber das erste war immer noch das Beste, Crash 1. Du warst Teams und Spyro, okay, 6 Spiele gibt's. Spyro ist auch noch die gleiche Ära. Spyro. Okay, Spyro ist auch verdammt gut, aber da dasselbe. Spyro 1 war noch so ein bisschen schwer und dann 2 und 3 war einfach nur Pipi-Kacke. Immer noch gut, aber an Spyro 2 und 3 war nichts Herausforderndes. Nicht mal um 100% zu machen, weil ich habe 100% gemacht. Spyro 1 bis 3 habe ich sogar im Stream damals gespielt, als das rauskam. Ja. 6 Spiele aus der gleichen Ära. Das ist doch alles PlayStation 2 Ära, ja. Sly, Jack and Dexter. Das ist alles sogar PlayStation 2 Spiel. Naja, Ratchet & Clank ist... Ja, nee, doch, auch PlayStation 2. Also sieht man mal, welcher von den Charakteren ist am meisten immer noch präsent in der ganzen Welt? Mario. Spyro ist PS1 sogar und Crash auch. Stimmt. 6 Spiele aus einer Ära. Ach ja, die typischen 6 Spiele aus einer Ära. Wer kennt es nicht? Sven das Schaf. Moorhuhn Orgie 3. Sven das Schaf, ey. Was war das eigentlich? Woher kam dieses Spiel? Und hat es irgendwas damit zu tun, dass es ja wirklich diese Schafe gibt? Ihr kennt doch bestimmt, keine Ahnung, Tassen, Teller, Blöcke, Notizblöcke mit diesen Schafen drauf, wo eins davon schwarz ist. Die sind genauso gezeichnet wie Sven das Schaf. Die können doch nichts miteinander zu tun haben. Das eine war dieses Spiel in den 90ern, dieses PC-Spiel, wo du eine weiße Herde an Schafen vor dir hast und du spielst ein schwarzes Schaf und rammelst dich durch die Schafsherde. Und das andere sind zufällig die gleich aussehenden Maskottchen-Schafe auf jedem Merchandise, den du dir denken kannst. Kann doch nicht das gleiche sein. Es gab Gags noch, aber ich glaube, also Gags ist, ich mag Gags, weil Gags ist quasi das Sony, wobei also ich habe Gags damals auf der N64 gespielt. Das war, glaube ich, Gags 3 sogar. Aber ich glaube, Gags gab es überall, nicht nur auf PlayStation oder nur auf Nintendo. Aber Gags war halt so wie Conker's Bad Fur Day. So derber Humor einfach. So kranke Witze im Hintergrund, die der spricht, die du heute gar nicht mehr bringen kannst. So wie Conker's Bad Fur Day auch. Es war also Conker's Bad Fur Day derber humormäßig. Aber Gags war bekannt dafür, dass es eine schreckliche Steuerung hat. Alle, die wir jetzt genannt haben, waren ja wirklich gute Spiele. Gags hatte so einen Kultfaktor, weil es halt so derber Humor war. Aber keiner würde, glaube ich, sagen, dass Gags ein gutes Spiel ist. Weil die Steuerung ist so beschissen. Das war unspielbar. Für mich als Kind, ich habe nie Gags 3 geschafft durchzuspielen. Die Steuerung war so asozial. Das war so die Demo von Gags. Ich habe
das Gex, das ich gespielt habe, noch hier als N64-Spiel. Vielleicht, ich glaube, die sollen geremaked werden. Ich glaube, Teil 1 bis 3 nicht geremaked, aber remastered. Vielleicht sind die schon draußen. Ich glaube, Gex 1 bis 3 werden geremastered. Da war was. Vielleicht auch nur der erste Teil oder so. Ja, Dave, wir sind in der gleichen Zeit aufgewachsen, ja, wo Assassin. Wobei ich. Also, ich habe die gleiche Zeit miterlebt. Ich habe auch die Zeit davor miterlebt. Habe eine Frage, weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne einen anderen YouTuber-Kleinstreamer-Namen nenne. Will keine Fremdwerdung machen. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, ohne den YouTuber zu nennen. Du willst jetzt, dass ich sage, das ist schon okay. Und es ist auch okay, wenn du einen anderen YouTuber nennst. Es kommt nur darauf an, wie. Wenn du keine Werbung machen willst, dann machst du auch keine Werbung dadurch. Glaub mir, wenn du Werbung für einen anderen Streamer machen willst, dann klingt das definitiv, naja, nach Werbung. Sowas wie, hey, checkt mal diesen YouTuber aus, der ist viel cooler. Aber jetzt interessiert mich natürlich deine Frage und ich wette mit dir, ich kann dir danach sagen, wie du die Frage formulierst, ohne einen Namen zu nennen. Aber es ist vollkommen egal, frag einfach. Frage von der Brust. Ich freue mich schon drauf, wie Leo im YouTube-Video später erklärt, wie Shiny es findet, während er über Sexgames schwadroniert. Ich habe keins gefunden, JJ. Wenn das jetzt gekommen wäre, wie wir über Schwenders Schaf geredet haben, dann hätte ich das erklären müssen. Aber es kam nicht. Immer risky. Das erste hieß nur Spyro the Dragon und ich glaube, die ersten drei Teile waren PS1. Ja, ich glaube auch. Ich habe nur die Remakes gespielt. Ich habe die damals nicht gespielt, weil ich auf N64 war. Ich habe die Remakes. Ich habe auch nur die Crash Remakes gespielt. Aber die sind ja wirklich sehr getreu geremaked worden. Ohne groß Firlefanz mehr. Nur nicht aufgeben und immer weiter über Sex reden während den Shinies. Ja, ja. Bin auf jemanden gestoßen, der alle Kämpfe mitnimmt, alle Items sammelt, inklusive den versteckten Pokédex vollmacht, schimpft sich Most Perfect Safe States. Hast du sowas mal gesehen, beziehungsweise würdest du es auch machen? Du redest von unserem wunderschönen Daniel. Dem wunderschönen. Moment, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob er Daniel hieß. Doch, ne? Dem wunderschönen. Unantastbaren. Großartigen YouTube-Kanal Carp für dir. Wir lieben ihn sehr. Jeder hier ist Fan von Carp für dir. Und nein, sowas mache ich nicht, denn ich bin nicht verrückt wie Carp für dir. Ich komme jetzt schon mit meinen Projekten nicht hinterher. Und diese neuen Bruchteil von dem, was er macht. Nein. Leo, bitte keine Fremdwerbung. Leo, hör doch auf. Wer ist dieser Carpe Diem? Bio zahlen 0. Alle sind rübergegangen. Daniel. Doch, heißt schon. Ich komme ja durcheinander zwischen Daniel und David, aber es ist Daniel. Daniel. Nee. Daniel. Jetzt muss ich nachschauen. Jetzt gucke ich nach. Jetzt frage ich ihn. Hey. Wie heißt du? Antwortet nicht. Dennis! Fuck! Warum habe ich jetzt die ganze Zeit Daniel gesagt? Leute, Dennis. Ich wusste, dass er Dennis heißt. Ich wusste, dass Daniel nicht stimmt. Fuck. Dennis, wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich wusste, dass es nicht Daniel ist. Ich war mir so unsicher. Aber D war richtig. Daniel hat sich nicht richtig angehört.
Wollte gerade bei der Kofia-Buchung gucken. Was denn jetzt ist deine Frage, ob ich sowas auch machen würde? Ja, die, nee. Also ich mache ja sowas. Nur nicht auf dem Level. Also ich würde behaupten, dass Carpe Diem und ich die gleiche Art von Content machen. Aber er um einiges akribischer das Ganze macht. Viel genauer, viel korrekter. Und ich mache das Ganze so leger, wie ich das mag. Aber er macht es ja auch so, wie er es mag. Nur bei diesen Perfect Safe States sind so viele Sachen dabei, die mir keinen Spaß machen würden, dass ich da keinen Bock drauf habe. Kämpfen zum Beispiel. Ich habe null Spaß an Pokémon-Kämpfen. Und um einen perfekten Spielstand zu haben, muss man oft, so gut wie immer, den Battle Tower perfekt machen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich das alles ein bisschen unter einem anderen Stern. Darum ging es hier bisher auch sehr fleißig in dem ganzen Thema. Ja. Zurzeit nicht. Ich verwechsle immer, welches Spiel welches ist. Smaragd-Kampfzone wird dich brechen. Ich habe nicht mal Bock, gebrochen zu werden. Ich würde ja sagen, Sensei, break me. Bitte. Zerbreche mich. Smaragd. Mein Lieblingsspiel. Gib's mir hart, aber ich bin da ein bisschen prüde. Ich will nicht zerbrochen werden von Smaragd. Hat mich irgendwas in Smaragd eigentlich gebrochen? Was war denn das? Mamfaxo war nicht Gen 3. Was war denn Gen 3? Barschwa war geschenkt bei mir. Oh, ein Aura-Garados. Das müssen wir doch anrennen auf ein potenzielles Shiny. Nein. Gen 3, Barschwa war ein Witz. Was hat mich denn gebrochen in Gen 3? Komm, ihr habt doch die Videos auswendig alle geguckt, tausendmal. Zumindest sagt ihr mir das immer. Mich bricht's, dass mein Patenkind mit fast 9 Let's Go Evoli nicht packt. Hab Gelb mit 7 fertig gehabt. Ich auch. Und es war noch nicht mal schwer. Das tut weh, ja. Kann man das irgendwie rückgängig machen, so Patenschaft? Kann man irgendwo sagen, Bedingungen wurden nicht erfüllt, Patenschaft wird zurückgezogen? So wie bei Ehe auch. So eine Annullierung. Wohin genau für Latios? Hm. Das ist so eine. Warum? Also, auf Level 40 oder was? Das war doch nicht so. Nee, Latios und Latias waren ja auch nicht schwer. Also das wirklich Gemeinste an Gen 3 war ja. An Gen 2 war der Bruch Entei, ne? Das war schrecklich. Gen 3 war das Krasse, dass du so viel Equipment kaufen musstest. So GameCube, Colosseum, Jiraji, Channel. Also dass du so krass viele Spiele haben musst. Halt Feuerrot für Incognito. Aber an sich in den Spielen selber war nix schwer. Für mich, also für meine Challenge. Aber ich hatte auch bei Barschwa krasses Glück. Ich meine, ich glaube, was das 6. Feld war bei mir Barschwa. Nachdem ich mir diese krasse Taktik da abgelesen habe aus Reddit und die Taktik vorbereitet habe und dies und das. Und dann ist das 6. Feld direkt Barschwa gewesen. Roma waren easy. Mythicals waren easy. Nee, es war wirklich einfach Gen 3. Das Schwerste war, das ganze Equipment zu haben. Die Legimassen. Die Legimassen. Ja, Regirock war doch hart, glaube ich. Regirock wollte, glaube ich, nicht. Der wohnt in der Wohnung über mir, spielt gerade Schwert, kommt besser voran als gedacht. Genau anschauen will ich es mir vermutlich nicht. Schwert, ich würde sagen. Let's Go ist schon. Natürlich einfach. Die sind alle einfach im Vergleich zu Gen 1 bis 5.
Ich meine, Gen 1 bis 5 kannst du auch gut durchspielen, indem du einfach deinen Starter nimmst und durchrennst. Das geht immer in jedem Pokémon-Spiel. Aber zumindest hattest du so nur ein Pokémon. Ab Gen 6 ist halt jedes Pokémon, dein ganzes Team war auf einmal krank trainiert. Ohne dass du was machen musst. Underground Barbie, du bist ein Alpollo. Spiegelverkehrtes Alpollo. Hey. In Gen 4 war das Level 1 richtig Gigas der Schmerz, ja. Vor allem, weil es Level 1 war. Ein Level 1 Regigigas, das 1000 Jahre geschlafen hat, will nicht im Ball drin bleiben. Ja, aber ja, Mamfaxo war zum Glück nicht so schlimm, weil es kam noch, bevor ich mit dem Spiel allgemein fertig war. Deswegen habe ich nicht wirklich Zeit verschwendet mit Mamfaxo. Wobei es kam, also ich war noch am Sachen machen. Ich hätte schon fertig sein können. Mamfaxo hat es ein bisschen rausgezögert. Aber es war jetzt nicht unfair. Das Regigigas war halt in dem Moment asozial. Trugschlag, hol doch Trugschlag. Nein. Aber, was ist schwerer, Let's Go oder Schwert und Schild? Ich würde fast sagen, Let's Go ist schwerer. Weil du die Kack-Fangmechanik benutzen musst, um deine Pokémon zu trainieren. Das heißt, du musst die ganze Zeit den hier machen, um Pokémon zu fangen, um stärkere Pokémon zu kriegen. Um mit denen dann die Kämpfe zu gewinnen. Weil wenn du in Let's Go, weil ich habe es letztens erst gemacht. Wenn du in Let's Go einfach durchrennst und versuchst, so wenig Trainer wie möglich und jedes Pokémon einfach liegen lässt, was du nicht fangen willst, dann bist du echt unterlevelt die ganze Zeit. Wohingegen in Schwert und Schild, egal wie du es machst, du wirst die ganze Zeit überlevelt sein. Weil du gezwungen wirst, gegen viele NPCs zu kämpfen. Nicht gegen so viele, aber... Du bist... Aber ich glaube... Schwert und Schild ist einfacher. Als Let's Go. Und dann noch diese Joy-Cons, da ist nichts Joy dran. Deswegen heißt es ja auch Joy-Con. Das löst es wieder aus. Pro und Con. Moment mal, warum fällt mir das jetzt auf, dass es Joy-Con heißt? Warum heißt es eigentlich Con? Wegen Connection? Wegen Connection, oder? Die Freude-Connection. Aber Con ist auch Pro und Con. Negativ. Controller. Oh. Das macht mehr Sinn als Connection. Connection macht aber auch Sinn, weil du connectest sie an die Switch dran. Aber Controller macht mehr Sinn bei einem Controller. Wow. Aber der hat auch... Der hat auf dem Account, welchen er spielt, keine Internetverbindung. Ja, dann kann er sich wenigstens nichts per Wundertausch holen. Ist ja schon spät, ja. Ich höre es auch auf. Wir sind bei 1500 Giratinas und 241. Moment, das Giratina müssen wir jetzt noch machen. Und 241 Wailords erst. Aber es ist trotzdem prozentual relativ ähnlich, oder? 240 mal 8. 1300 durch 240. 250 mal 4. 1205. Ich bin schon bei einem Fünftel von Wailord, aber ich bin erst bei einem Siebtel von Giratina. Oder bei einem Sechstel oder so. Wir sind bei Wailord weiter als bei Giratina. Das ist eigentlich so abstrus, oder? Aber so vom Verhältnis. Ghost Hole, Dankeschön für 3 Monate. Dankeschön. Ich warte drauf, bis die 2 Red Bulls wirken. Du musst jetzt ins Bett gehen. Morgen ist Sonntag, der Tag von Gott. Dann musst du um 7 in die Kirche. Danach in den Pub.
3 Guinness trinken, auf den Fußballplatz, ein paar Kinder anschreien, dann wieder in den Pub, sich prügeln, dann geht's wieder ins Bettchen. Nee, lass mal. Okay. Da hast du was den ganzen Irren voraus. Wonderlock in Schwert und Schild ohne Level Cap einfach mit Shiny Legis durchrennen. Ich wollte gerade sagen, Korrektur, Shiny Legis. Aber du hast Shiny Legis geschrieben. Korrektur, Shiny Legis. Mit Pokerus und Meisterball. Ich habe gehört, wenn man dem Pokémon einen Meisterball gibt zum Halten, dann bleibt jedes Pokémon im ersten Ball drin, egal welchen Ball man benutzt. Weil es ist ja der Meisterball, den man ausgerüstet hat. Der überträgt die Fähigkeit auf jeden Ball, den man schmeißt. Erzählt es weiter. Beziehungsweise erzählt es nicht weiter, das wird das nächste April-April-Video. Dankeschön, dass ihr hier wart. Ich glaube nicht, dass ich morgen nochmal streame, denn morgen müssen wir noch ein paar Sachen machen für die Wohnung und dann packen. Dann muss ich mich noch rasieren, dass ich für den Marco schön hübsch aussehe, wenn wir unsere Fanfiction in die Wirklichkeit umsetzen. Und dann geht's am Montag um 7 Uhr schon in den Flieger. Warum jedes Mal, wenn es kurz davor ist, denke ich mir, warum habe ich diesen Flieger ausgewählt um 7 Uhr in der Früh, sodass ich um 5 Uhr aufstehen muss? Ach ja, weil der Flieger 3-mal günstiger ist, wenn man das so macht. Und ich nur 150 zahle, anstatt irgendwie 400 Euro, um 2 Stunden lang in einer Blechbüchse in der Luft zu sitzen. Manchmal ist es echt nervig, auf einer Insel zu leben. Vielen Dank fürs Dasein. Ich bin jetzt eine Woche weg. Länger als eine Woche sogar. Weil die Flüge so teuer sind, dass wir so die Flüge gewählt haben, dass wir die günstigsten nehmen. Deswegen wir natürlich nicht am Wochenende fliegen, sondern dienstags und so. Ich versuche, das Gen 6 Video zu schreiben, während ich weg bin, sodass ich es direkt aufnehmen kann. Wenn ich wieder da bin. Shiny Hunted schön brav weiter ohne mich. Schreibt auf Discord. Ich lese alles, was ihr auf Discord schreibt. Auch die eine Person, die letztens wie viel? 300 Mews vertauschen wollte. Gebannt. Gebannt. Ich habe eine Nachricht erwartet. So, warum hast du mich gebannt? Ach ja, man kann mir keine Nachricht schreiben, wenn ich banne. Gebannt. Gute Besserung im Voraus. Ich werde nicht krank. Ich werde nicht krank in diesem Urlaub. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und vergesst nicht.